I was breathless, my heart restless. Every turn felt like it was wrong, but I kept going to show I was strong. Pushing to my own song, but you came. Schönen guten Abend da draußen, Freunde der Sonne. Wie ich übertrage den falschen Split? Ich habe Split C, Sub-Zero. Ich habe Split C. Und ich bin auch in der Split C-Lobby drin. Es steht auch Split C Rennen 1 von 6 bei mir im Tag drin. Also das muss richtig sein. Marcel hat, CT-Meister hat Split B heute Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen Dank für den Follower da, DC Gaming TV. Herzlich willkommen im Stream und herzlich willkommen natürlich hier bei Bloody Rain.
Ach so, weil du B bist, muss ich. Ja, ja, alles klar. Okay, hab ich gerafft. Ja, wir haben uns vorher geprügelt um Split A. Wer macht B? Wer macht C? Und hast du nicht gesehen? Wunderschönen guten Abend, Blue Pokona. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Digga. Schön, dass du da bist. Und ja, herzlich willkommen zu EGTM Weekend Series. Nimm doch mal das Aktuelle. Ja gut, jetzt nicht mehr Jinx. Das werde ich jetzt nicht mehr schaffen. Aber alles gut. Kein Thema. So, jetzt sehe ich gerade, der Kollege ist auch live. Und wie gesagt, einfach in den Chat reinhämmern. Oder ich mache das mal ganz kurz für euch. Multi, Ausrufezeichen Multi rein. Und dann macht der Bot hier den da. Und ihr habt dann dem Moment den Multilink. Da laufen beide Splits, genau, B und C. Und natürlich auch beide Streamer hier, der Kollege CT Meister und meine einer. Könnt ihr euch auch angucken, beide gleichzeitig, beziehungsweise den einen auf Großformat ziehen, den anderen kleiner lassen, whatever. Wir werden auf jeden Fall regelmäßig dann auch mal rüberschalten. Ich bin im Hintergrund mit dem Kollegen zusammen, sodass wir da das Thema beidseitig rocken können und genießen können. Darius, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen. Der Röni ebenfalls, Grüße gehen aus, Freunde der Sonne, schön, dass ihr da seid. Razer ist mit am Start, Mahlzeit zusammen auf ein schönes, faires Rennen, wünscht DTM. Ganz genau, das ist der Kollege DTM Razer 86, der Lobbyleiter der sogenannten Split-C-Variante. Ja, das Thema heute Abend als allererstes im Doppelpack. Senna ist mit am Start, wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus, Digga, an PLM, an Purple Lab Motorsport. Und Lou ist auch mit am Start. Herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Ja, wie gesagt, heute der erste Rennabend, Saisonstart der ersten Saison in 2020 der EGTM Weekend Series. Heute Abend das Doppelvergnügen hier im Split B und C Bereich und morgen Abend dann die Split A Variante. Da ist der Kollege CT Meister, der geschätzte Streamer-Kollege, dann mal schön einsaufen. Das heißt, ihr müsst dann Vorlieb nehmen mit mir alleine und wir werden dann hoffentlich auch genau das gleiche Thema morgen Abend rocken, wie wir es heute Abend tun werden. Ich will da gar nicht großartig lang um den heißen Brei reden. Wir schalten mal kurz rüber zum CT-Meister, beziehungsweise können wir mal ganz kurz die Cam anschmeißen hier, ob die passt von der Position, weil ich habe viel zu spät. Ich war viel zu spät heute, aber egal. Mal gucken. Oh ja, 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 müssen wir ein bisschen korrigieren. Moment hier. Hey, Alter, guck mal, da ist er. Genau, das ist Bloody Rain in Farbe. Wer mich noch nicht kennt, hier seht ihr mich live zu Gesicht. Und ich bin mega happy, dass ihr am Start seid. Ja, ganz kurz zu dem neuen Feature. Wir müssen das einfach mal probieren. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was passiert. Ich habe das auch noch bei keinem der Streamer-Kollegen oder dergleichen gesehen. Es gibt den sogenannten Hype-Tray. Mega geiles Thema. Abgerockt Mucke. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein lieber Digga. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen auch hier für dich im Stream. Genauso Jutti. Schönen guten Abend. Herzlich willkommen. Du EGTM Weekend Series Saisonstart auf Autopolis dann gleich. Ja, wie gesagt, dieser Hype Train, mega geiles Thema. Das Ding könnt ihr irgendwie nach vorne peitschen, da gibt's dann auch einen Countdown, hast du nicht gesehen, aber ich glaube, das findet alles im Chat statt. Müssen wir uns einfach mal überraschen lassen. Andy wird schwierig, Sven, gebe ich dir recht mit Doppel, aber irgendwie werden wir das schon gewuppt bekommen. Marvin, moin, grüß dich, herzlich willkommen im Spiel, grüß dich, Digga. So, dann gehen wir mal live in die Lobby rein hier. Die Jungs sind da schon ganz locker, haben sich warm fahren. Aber erstmal begrüßen wir hier ganz kurz den Kollegen. Mikrofon aktiviert. Herzlich willkommen, Bloody Rain für CT-Meister. Kannst du mich hören, mein Lieber? Hat er wahrscheinlich gerade die Mucke offen. Und hört mich nicht. Da haben wir doch den Bloody auch. Jawohl. Ich hoffe, du hörst mich jetzt. Sehr schön. Frei. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich, mein Lieber. Sehr schön. Ja, die ersten Minuten sind natürlich hier schon, also die ersten paar Runden. Die Jungs fahren sich schon mal ein bisschen warm. Wie sieht's denn bei euch aus? Schön, dass du mal reinschaltest hier, Benny. Wir haben natürlich auch direkt den Zusammenschluss, dass wir hier Split B und C natürlich uns auch ein bisschen austauschen können. Wie sieht's bei dir aus, Benny? Gut, gestern ging's noch, heute passt. Nicht Schwarz, Quatsch. Spaß beiseite. Es sieht natürlich gut aus. Ich habe jetzt in dem Moment erst in die Lobby reingeschaltet. Wir werden uns das Thema auch gleich mal hier auf Vollbild holen. Akamako, herzlich willkommen. Wunderschönen guten Abend. Iron Force mit am Start. Grüße gehen raus. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen hier zu EGTM. Wie gesagt, ihr könnt liebend gerne diesen Link, den jetzt der Sven da ausgelöst hat über den Bot, nutzen. Ihr seht beide Streams parallel und könnt euch dann hier dementsprechend, oh, Lobby Crash bei uns hier im Split-C-Bereich.
Da gibt's ein Reset scheinbar. Guten Abend, Joace. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Digga. Schön, dass Benny du da bist. Ich spreche gerade über den Bus, den wir auf den Eimer machen. Beide gleich fest nebeneinander stehen. Braucht im Endeffekt keine zwei Browser oder sonst irgendwas aufhaben. Und seht direkt beide Rennen nebeneinander und könnt so euren Favoriten da die Daumen drücken. Und je nachdem, wen ihr gerade hören wollt, auch das Audio mit einem Klick umstellen. Genau, richtig. Wir werden regelmäßig einfach mal rüberschalten hier zum jeweiligen Kollegen, sodass wir einfach so ein bisschen live hier die Thematik mitverfolgen können. Wunderschönen guten Abend hier. Herzlich willkommen, UDC Crew. Endlich einen vernünftigen Stream. Sehr geiles Thema. Vielen Dank dafür den Resub, Beuteopfer. Grüße gehen natürlich auch raus hier an den Kollegen Andi. Schön, dass du da bist und vielen, vielen Dank für den Resub und willkommen zurück im sechsten Monat, Digga. Sechs Monate schon. Wahnsinn. Aspreys ist mit dabei. Moins Bloody. Wie viel ist letztens bei den Spenden zusammengekommen für das Mädchen? Anna hat über die Gran Turismo Sport-Thematik seitens von uns übertragen. 1300 Euro haben wir sammeln können. Stefano. Oh, Schnitzel, danke auch für deinen Follow. Recht herzlichen Dank dafür. Genau. Lumpi fragt gerade, ist das eine Gruppe Liga mit Freunden oder Community oder wer kann da alles mitfahren? Lumpi, ich möchte dir das gerne erklären. Hier hast du den Link zur Homepage von der EGTM und zwar kann da jeder mitfahren. Und zwar in dem Fall ist es jetzt die Weekend Series. Da ist es notwendig, dass du ein Team brauchst. Aber es gibt auch für Dienstagabend eine Driver Series, wo du alleine quasi in Anführungsstrichen fahren kannst und bei den Jungs natürlich hier auch auf dem Server mitfahren kannst und mit den Jungs trainieren kannst. Ganze natürlich Gran Turismo, aber PlayStation 4. Und über die Internetseite oder auch gerne hier über den Discord blende ich euch natürlich auch ein. Könnt ihr gerne mit den Jungs Kontakt aufnehmen und da dann auch vielleicht schon im nächsten Rennen mit dabei sein. Genau so, vollkommen richtig gesagt. Lass mehr den Bot die Arbeit machen und dann ist alles easy. So, ich werde dich mal wieder ein Momentchen alleine lassen, Digga. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Rennstart und natürlich auch erstmal Hallo an den Chat von Benny. Und ich wünsche uns beiden ein faires Rennen und gutes Gelingen hier beim Stream. Vollkommen richtig. Also viel Spaß dir. Wir hören uns nachher nochmal. Bis später. Jo, bis später. Ciao. So. So, also, ihr seht hier die Kollegen oder der Kollege hier in dem Fall, CT-Meister alias Marcel, ist natürlich auch live mit von der Partie, uns auch zugeschaltet regelmäßig. Wenn also irgendwas sein sollte, kein Problem, das kriegen wir gemeinsam gewuppt, das Thema. Ja, wunderschönen guten Abend, Vincent Racing Experience ist mit am Start, der Kollege Vincent, der Streamer-Kollege, wunderbar. Was, klappt das auch mit SFRT? Ja klar, warum nicht? Mit dem Ausrufezeichen als Befehl nicht, wenn du das möchtest, dann kann man das mit Sicherheit einbauen. Und natürlich auch jetzt hier live, herzlich willkommen, Jinx hier. Dich habe ich vorhin nicht live da begrüßt. So, ihr habt es gesehen, Lobby ist jetzt neu eröffnet worden. Es ist noch kein Thema, noch kein Problem. Auf Stefano, vielen, vielen Dank für 100 Bits da, Digga. Grüße gehen raus und auch natürlich zu dir ein herzliches Willkommen. Cortez ist mit dabei von Dirty Old Bastard. Servus, es geht los, ganz genau. Ich werde mir das Thema ganz kurz mal auf Vollbild hier ziehen. Wunderbar. Jetzt klappt es auch mit dem Nachbarn, hat er gesagt. Und dann werden wir da hinten mal den Fernseher ausmachen. Ganz kurz vor euch eingeblendet. Tobi ist mit am Start, einen wunderschönen guten Abend, grüße dich. Boy Bunny ist mit am Start, wunderschönen guten Abend, Pili Pascu dabei, guten Abend, herzlich willkommen im Stream. Freunde, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ihr seht hier, die Kommandozentrale ist startklar, die Cams sind aktiv und mein Stream ist auch wieder von der Performance her am Start. Ich habe einiges ändern müssen. Loyalty Chris, einen wunderschönen guten Abend, grüß dich mein Lieber. Lang nicht mehr gesehen, schön, dass du da bist und ich hoffe, du hast auch ein gutes, neues, gesundes Jahr genießen dürfen. Sasi, herzlich willkommen im Stream. Saskia, schön, dass du da bist. Auch für dich liebe Grüße rübergeschickt zu dir. So, aber irgendwie sehe ich noch nichts mit dem Hype Train. Normalerweise sollte der starten. Aber gut, Manuel. SFRT ist auch vertreten. Sehr geiles Thema. Wunderschönen guten Abend. Grüß dich mal lieber. Also mich hat es letzte Woche direkt ausgenockt. Ich war eine Woche krank. Boah, heftig, okay. Ja, ich habe das große, große Glück gehabt. Ich hatte letzte Woche nur Urlaub gehabt.
Aber ja, kein Thema. Gucken wir mal, was die Jungs jetzt umsetzen können, ne? Ey, ich hoffe, dass das alles passt jetzt hier, ne? Lobbyleiter auch. Ein neuer am Start hier. In dem Fall, wie gesagt, der vorhin erwähnte DTM Razor. Und die Jungs fahren sich da locker warm hier. Das ist Flying Devils, der Lexus, den wir gerade sehen. Sehr geiles Thema. Blue Pogona, kannst du mal bitte ganz kurz einfach nur im Hintergrund mal nach deinem Abo gucken, ob da das Thema frei ist oder nicht. Es kann sein, dass da der ein oder andere Anzeigefehler am Start ist. Auch hier in dieser Form vielen Dank für den Resub da, der von Meisterbock vorhin rausgehauen worden ist. Und natürlich auch an Meisterbock hier vielen, vielen Dank und willkommen zurück im vierten Monat, Digga. Sehr, sehr geiles Thema. Ja, mit Night 2, wir haben einen kurzen Lobby-Crash gehabt. Wir mussten die Lobby neu aufsetzen, deswegen hat es hier, haben wir hier womöglich 1-2 Minuten Verzögerung drin. Aber kriegen wir hin. Ja, ihr wart so genial letztes Mal hier beim CT-Meister am Start. Das kann ich euch auch kurz erzählen. Beim CT-Meister gibt es nahezu fast die gleichen Sounds mittlerweile wie bei mir. So dass wir, dass ihr da generell dieses Thema mit rund um die Sounds, was ihr ja so absolut feiert, in beiden Streams dann hier abrufen könnt. Ja, die stehen weitestgehend noch in der Box. Die wollen sich natürlich auch nicht verrückt machen, ne? Also wir können mal kurz hier rausgehen in den Lobby, Mike. Dann siehst du das auch mal. Es sind einige Fahrer da. Ja, es gibt natürlich auch den einen oder anderen hier. Ihr seht es gerade. Unheimlich viele Probleme, die Lobby da zu betreten. Oha, oha. Gut, also wie gesagt, der Lexus hier von Flying Devils an den Start gebracht, pilotiert in dem Moment durch Painless, ist da einige Zeit im Bild gewesen, haben wir Fatality, der Teamkollege von Painless, ebenfalls da mit dem Lexus am Start und schaut euch bitte diese Lackierungen an, ihr habt's, ach du Scheibenkleister. Esprit hat geschrieben, ich hat's da auch nach dem Weihnachtsurlaub ordentlich ausgenockt, auf der Rückfahrt A7 Kasseler Berge, rauf Lichtmaschine defekt, oha. Nein, 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 das brauchst du wie ein Loch im Kopf. Bin ich voll und ganz bei dir. Lima ist teuer. Ja, definitiv. Lima kostet richtig, richtig Geld. Ach, Kerle, Kerle, Kerle. Ich denke mal, einen Versuch wird es noch geben, ansonsten werden wir mal ganz kurz auf den Ersatzhost switchen. So, ich muss heute Abend die Arbeit so ein bisschen alleine machen hier. Beziehungsweise der Sven ist noch mit am Start. Der wird euch natürlich auch im ersten Moment hier weitestgehend supporten, was seine Möglichkeiten natürlich dazu lassen. Aber mein großer Moderator ist leider in der Parallellobby selber am Fahren. In dem Fall Sub-Zero. Ach du Scheibenkleister. Da ist jetzt die Parallellobby auf. Durch den Ersatz. Toni, wunderschönen guten Abend. Ja, okay, alles klar. Vielen Dank, Minkiel. DTM Cool ist jetzt der Host. Der hatte einen roten Punkt, Minkiel. Ich hoffe, das passt hier. Was stimmt, Steve Berg in der Kurve auf der Grießspur, hast du echt Schiss, ja? Und Loyalty Christian, ja, würde ich mich auch einstuhlen. Sehr geiles Thema, Digga, sehr geiles Thema. Eieieiei. Jetzt gucken wir mal. Ich hoffe halt im Hintergrund, aber das hat Minkiel natürlich auch im Griff, da mache ich mir weniger an Gedanken und Kopf, dass da die Infos nicht rausgehen an die Kollegen und die Lobby nicht finden. Also das sollte auf jeden Fall machbar sein. Da müssen wir uns keine Gedanken machen. So, jetzt haben wir Kalam hier im Bild, einer der Fahrer von der Midnight Crew. Ja, mit dem Mazda Tensa, wenn ich das richtig sehe. Jawohl, das ist der Mazda Tensa. Kalam, der Fahrer, sehr geiles Thema. Dieses Jahr Apollo wieder raus aus der Lobby. Eieieiei. Für dich, Bloody, bester Mann, Daumen hoch. Vielen Dank, Sasi. Grüße gehen da zurück. Vielen Dank für 100 Bits. Ja, 24er in Dubai sind sie wortwörtlich abgesoffen.
Da kam eine Unwetterfront vor dem Herrn. Genau, und wie gesagt, ihr habt natürlich, ich hab's vorhin bei Marcel kurz gehört, hier bei CT-Meister, wenn da irgendwo Fragen sind rund um die EGTM, gerne über die Internetseite, hier in den Chat rein oder bei CT-Meister in den Chat rein, Ausrufezeichen EGTM, wenn ihr den Zugang haben wollt oder uns hier kontaktieren möchtet im Bereich des Discords, einfach hier in den Chat reinballern, Ausrufezeichen EGTM, Discord. Slowcase, wunderschönen guten Abend. Und ich kann euch noch was erzählen, das muss ich euch auch erzählen, der Fairness halber. Der erste EGTM-Quali-Stream, den wir hier zusammen gemacht haben mit CT-Meister, der Kollege hat sich, der hat dermaßen die Kontrolle verloren, die ersten 5, 6, 7 Minuten. Der war so überwältigt, der war sowas von innerlich aufgeregt und nervös und dann habt ihr den da mit dieser absolut überragenden Manpower nahezu überrannt. Also er war unheimlich froh, dass ihr da, oder dass ich da in dem Moment hier an der Seite war, an seiner Seite und das Thema hier mit euch feiern konnten. Ja, ich glaube, das sieht nicht gut aus, gerade hier mit der Lobby. Das mit Multiview ist geil, okay, wunderbar. Aber ich muss auch der Fairness halber sagen, weil es Blue Pogona gerade in den Chat reingeschrieben hat, vorhin hat Marcel hat vorhin schon gesagt, dass er wenig Muffensausen hat. Ich war vorhin auch seit Ewigkeiten mal wieder richtig, richtig aufgeregt gewesen. Also ich habe mich unheimlich gefreut auf den heutigen Abend, sondern auf diese heutige Nacht, muss ich wohl sagen. Trifft es wahrscheinlich eher, um das Thema hier mit euch zu feiern und dementsprechend einfach eine geile Show zu liefern. Dafür muss natürlich erstmal die Lobby stehen, keine Frage. Und wer mich kennt, der weiß. Vielen, vielen Dank, Jinxstar, für den gegifteten Sub an Rioblob. Rioblob, vielen, vielen. Viel Spaß mit den Emoticons und willkommen im Club hier bei rund um Bloody Rain. Genau, zum Saisonstart. Ja, Digga, du bist der Beste. Danke dir. Nee, Digga, für Murmelspielen habe ich gar keine Zeit. Und wenn ich Murmel spielen will, dann mache ich das hier, ne? Woanders, aber alles easy, nur nicht über den Stream. Pro Schnitzel, herzlich willkommen und vielen Dank für den Follower da. Willkommen bei Bloody Rain hier am Start. Ja, jetzt haben wir aktuell Nissan GT-R vor der Nase. Justamente pilotiert vom Fishmack. TRT, die Abkürzung für Touch Repair, beziehungsweise, ja genau, Touch Repair Racing Team. Das Thema abgekürzt, dieser schwarz-rote, dezente, lackierte Nissan GT-R sieht ziemlich, ziemlich aggressiv aus. Mal gucken, ob sie es umsetzen können. Ich bin echt gespannt, was die Jungs uns dann hier gleich aufs Parkett zimmern werden. Oder ob hier, ja, ich sag mal, locker sich die ersten 1-2 Runden dann im Rennstart hier doch schon der ein oder andere Favorit womöglich absetzen kann. Aber ich glaube fast nicht. Ich denke, das Thema wird richtig komprimiert sein und böse im kompakten Format nach vorne marschieren. Ladi, wie sieht's mit der Lobby aus? Ja, schauen wir mal. Also bis jetzt haben wir 9 Fahrer hier in der Lobby drin. Wir gehen mal kurz raus in die Lobby. Wir gucken, 3 Fahrer sind noch im Hintergrund draußen. Das wären also 12 Fahrer. Frank Racing Team, vielen, vielen Dank und herzlich willkommen hier bei Bloody Rain am Start. Sehr geil, danke für den Follower. Ja, 12 sind... lass mich kurz überlegen, wir haben die Split C, das heißt, hier sind 6 Teams, wir brauchen 12 Fahrer, ergo würden jetzt noch 2 Fahrer fehlen mit mir als Streamer. Was? Wann sieht man dich denn auch in anderen Ligen als Kommentator? Ja, du siehst mich teilweise ja schon in anderen Ligen als Kommentator. Hier rund um den Bereich Assetto Corsa Competizione im Bereich der VCL-Liga oder im Bereich der VCL-Liga in Formel 1 2019. Hier im Gran Turismo Sport haben wir einiges, was ich dir bieten kann. Also mein Streamkalender, morgen sind wir live, morgen Abend sind wir live, nochmal bei der EGTM hier. Dann sind wir am Sonntag bei der Sim Racing Germany um 16:45 live und um 19 Uhr dann bei der EGTL Liga 1. Und dann geht's am Montag weiter. Montagabend machen wir hier das Champions, die Champions League seit der Afterwork Racing Liga. Am Dienstagabend haben wir dann die Driver Series wieder von der EGTM. Ja, RRVGT kann ich momentan noch nicht umsetzen.
Loyalty Chris aus dem einfachen Grund, ich brauche erst einen neuen Gaming-Rechner. Es ist zwar total absurd und eigentlich total suspekt, weil ich meine Grafikkarte im Gaming-Rechner ist ein bisschen zu klein, in Anführungszeichen. Die hat zu wenig Performance, sodass ich doch massive Frame-Einbrüche habe im Bereich von Assetto Corsa Competizione. Die Lobby ist schon wieder zu. Aber das werden wir auf jeden Fall hinkriegen. Ja, momentan machen wir es so, dass der Bereich, also Formel 1 2019 übertrage ich. Das funktioniert, das ist kein Problem. PD Pascu ist Host. Okay, wunderbar. Vielen Dank für die Info. Dann hoffe ich mal, dass doch da weitestgehend die Kollegen mit dem PD Pascu da befreundet sind. Aber das sieht gut aus. 9 von 16. Das sollte passen. Fehlen noch 3 Fahrer. Jinx, du hast den noch nie gesehen. Du hast den noch nie gesehen. Diese Fleischpeitsche runtergehend bis zum Knie, Digga. Aber ich kann nicht beruhigen da, Loyalty Chris, da wird auf jeden Fall noch was kommen und noch was passieren dieses Jahr, definitiv. Ich rechne so Pi mal Daumen mit März damit. Chris von MBR, guten Abend, herzlich willkommen, mein Lieber, grüß dich, Digga, schön, dass du da bist. Grüße gehen natürlich raus. Ja, wie gesagt, da wird auf jeden Fall was kommen. Ich bin momentan im Hintergrund in Gesprächen mit verschiedensten Streamer-Kollegen, mit Partnern etc. Ich will da noch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das alles noch nicht zu 100% in trockenen Tüchern ist. Aber da wird einiges funktionieren gehen. Definitiv. So viel kann ich euch versprechen. Der Stream-Rechner ist vielleicht von Ausmaß sehr kleiner, ja. Aber der Gaming-Rechner ist schon ziemlich wucht. Was auf jeden Fall der Fall sein wird, ist jetzt, wenn ihr euch Zeit nehmen möchtet, da machen wir mal was ganz anderes, habe ich auch bis dato noch nie gemacht. Ich bin jetzt wirklich, ich muss wirklich sagen, gebucht worden, ist kein Scheiß. Ich bin gebucht worden jetzt am 31.01., also sprich der letzte Freitag, Ende diesen Monats, Ende Januar, bin ich gebucht worden für ein sogenanntes Streamer Call of Duty Turnier. Und das werde ich da mit einem großen Streamer-Kollegen auf jeden Fall abhandeln. Und mal gucken, wie wir uns da machen. Wenn das einschlägt, da steht im Endeffekt Nvidia und Aorus, die großen Firmen hinten dran, dann wird es da auch nochmal eine spürbare große Veränderung geben rund um das Thema Bloody Rain, um mich als Streamer. So, Pidi, da haben wir jetzt gerade im Bild, ebenfalls hier unterwegs im Mazda Tensa für die Midnight Crew. Auch schön zu sehen, vorne auf der Front hier Darius, hier seitlich auf der Seitenscheibe, der Fahrername so eingebrannt in das Thema. Ich finde diese Lackierungen der Hammer. Also, du kannst eigentlich nicht nur explizit ein Team loben, du musst roundabout einfach alle Teams loben. Die Lackiermeister, die da im Hintergrund am Werkeln waren, haben absolute Meisterwerke abgeliefert. Da ist richtig viel Farbenfreude drin, da ist richtig viel, man spürt, wenn man die Fahrzeuge sieht, man merkt einfach, wie viel Stunden, wie viel Zeit die Jungs da dran gesessen haben, um sich da wirklich in absoluter Perfektion entfalten zu können. Und genau das haben sie gemacht. Auf den Punkt genau, diese Teams super, super genial repräsentiert, was das Thema Lacke betrifft. Genau, Chris, ich kann dir ganz kurz mal den Link dazu geben. Chris, und dann wählst du den einfach an und dann entscheidest du dich links oder rechts, welchen Stream du sehen möchtest. Genau. Race and Roll, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, Dennis. Schön, dass du da bist. Grüße gehen raus. Diesen Link könnt ihr generell verwenden, wenn ihr wisst, CT-Meister und meine 1 sind da parallel unterwegs und am Stream sind live. Wie ihr die Namen anordnet, ob CT-Meister erst vor Bloody Rain oder Bloody Rain vor CT-Meister, ist vollkommen egal. Der Link funktioniert immer. Es ist nur der Unterschied, dass der eine links steht im Multistream und der andere rechts und man das durch die Namensänderung von der Position her einfach drehen kann. Das ist alles.
Janice Bourne haben wir hier im Bild aktuell. Nissan schön dezent in weiß gehalten. Ja. Eieieiei, Minkil, ich glaube, wir brauchen dich hier. Scheinkleister. Das sieht nicht gut aus, ey. Mellotrax kommt nicht rein. Mellotrax hat beim letzten Mal schon arge Probleme gehabt, hier die Lobby zu betreten. Da musste der auch als erstes rein. Genauso hier dies hier, Apollo ist schon einige Male rausgeflogen. ESA, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream. Genauso auch, Grüße gehen raus an Palun, wunderschönen guten Abend. Und dann habe ich hier das T1-Sub hier von DTM Adlaw. Vielen, vielen Dank dafür und willkommen hier im Rudel rund um Bloody Rain. Sven schreibt, ich bin momentan in Topform, ganz genau, richtig, ja. Boy Bundy, nimm auf jeden Fall den Link, der da rauskam. Unter deinem Ausrufezeichen Multi, CT-Meister Bloody Rain. Viel Spaß und Glück zusammen, Partygesicht, zwinkerndes Gesicht. Morgen dürfen wir zum ersten Mal in der EGTM glänzen. Vollkommen richtig, Manuel. Und wir freuen uns natürlich drauf, rund um das Team Storm Falcon Racing. Also SFRT, Storm Falcon Racing Team, beziehungsweise Storm Falcon and Friends, so wie ihr ja offiziell gelistet seid und geführt seid im Rahmen der EGTM Weekend Series. Und es ist vollkommen richtig. Morgen wird das Team SFRT im Bereich Split A der morgenabigen Lobby zu sehen sein. Was? Servus, Bloody, mein bester 2. Ich glaube, du wolltest ein Ausrufezeichen schreiben, ESA, oder? Aber hab dich lange nicht mehr gesehen. Freut mich auf jeden Fall. Ach Gott, das kann doch nicht wahr sein, ey. Aber Licher doch, hat er gesagt. Ja, das kann ja Jeva sagen. Katastrophe. Halbe Stunde schon im Stream hier und die Lobby steht noch nicht. Ich könnte kotzen. Aber gut, das ist halt einfach manchmal die Technik. Und so ist es halt manchmal. Danke dir auch nochmal, Manuel, dafür 100 Bits, Digga. Unheimlich geniales Thema. Was mich nur so gerade ein bisschen wundert, ist, warum dieser Hype Train nicht funktioniert. Normalerweise geht der über den Chat. Und wie Sie sehen Sie gerade nichts im Chat, was dieses neue Feature betrifft, obwohl er eigentlich aktiv ist. Heute laufen die Server nicht, ja Sven, da bin ich bei dir gedanklich. Das ist gut möglich. Ja, manchmal steckst du halt einfach nicht drin, ne? Ja, ich würde nicht sagen, dass die schlechte Server haben, Darius. Ich würde eher sagen, die haben ein unheimliches Problem mit den Routing-Spots, also mit den Knotenpunkten, über die die Server geroutet werden, weil im ersten Moment kommt der Datensatz vom Aufbau für die Lobby von dem einzelnen Player, der den Lobby-Host macht. Das Problem ist aber, der Traffic, der zwischen dem Host und dem Server entsteht, diese Datenleitung, die ist sehr, 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 sehr schlecht. Alles klar, Sasi, mach's gut, dir einen schönen Abend, vielen Dank dafürs Einschalten und natürlich herzlich willkommen hier, Game Teddy, wunderschönen guten Abend. Ja, ein weiterer Lobby Crash, Cortez, richtig, jetzt haben wir hier nochmal den Troy bei PD Pasco. Ja, ich bin auf dem Weg hinein, Minkil, danke für die Info. Thank you.
Wie gesagt, wenn ihr noch da Razzifazzi ein Team stellen wollt, das ist natürlich noch möglich. Wir haben noch einen Teamplatz frei im Split-C-Bereich. Natürlich ist die Möglichkeit, jetzt sich über die Qualifikation für eine der Splits zu qualifizieren, nicht mehr gegeben. Aber das ist nicht weiter tragisch, weil durch unser dynamisches Punktesystem, was hier am Start ist und dementsprechend im Hintergrund permanent nach jedem Wertungslauf am Arbeiten ist, besteht natürlich auch da generell die Möglichkeit, sich unheimlich schnell nach oben zu fahren in Richtung Split B und Split A natürlich. Genau. Gerne auch hier mal reinhämmern, Sven, Ausrufezeichen EGTM Discord, alles zusammengeschrieben, und dann wird da natürlich auch der Permalink zum EGTM Discord rausgespuckt. Nimm ein Ausrufezeichen, Sven. Du hast zwei Ausrufezeichen vorne dran. Das geht nicht. In der Lobby B ist MBR auf 3, 12 und 13. Naja, pass auf. Dann machen wir mal Folgendes. Dann schalten wir doch einfach mal ganz kurz rüber. Das kriegen wir doch hin, oder? Ja, ganz genau. Das ist die Adresse des Discord-Servers hier rund um dir. Das Thema EGTM. Starten jetzt das Rennen. Okay, dann warte ich noch einen Moment, Boy Bundy. Vielen Dank für die Information. Dann möchte ich da im ersten Moment nicht stören. Vor allen Dingen nicht im Rennstart-Momentum. Genau, der Röni, wenn du ein Team stellen möchtest, pro Team, also beziehungsweise pro Split, sind zwei Fahrer zugelassen. Das heißt, du kannst pro Team, wo zwei Fahrer an den Start gehen, kannst du zwischen 3 und 6 Fahrer stellen. Damit einfach immer gewährleistet wird, dass mindestens 2 Fahrer an den Start gehen können. Wenn du natürlich jetzt auch beispielsweise 8 Fahrer hast, mal ganz blöd ausgedrückt, dann kannst du auch 3 bzw. 2 Teams auf jeden Fall dann stellen. Restart Lobby B. Oha. Das klingt aber nicht schön. Startbug. Ach du Scheibenplatz. So, Bloody Rain für CT-Meister. Ich höre gerade, lese gerade bei mir hier. Bei dir gibt es auch ein Startbug-Problem in der Lobby. Ja, Tachchen, genau das gleiche haben wir auch. Nee, ich meinte bei dir, ich meinte bei mir. Bei uns ist viel schlimmer, bei uns steht die Lobby noch nicht mal mehr. Ah, okay, also wir haben jetzt gerade eine neue Lobby, ist gerade in Mache. Sind gerade jetzt auf dem Weg dahin und warten quasi, bis der Lobbyhost dann die neue Sache gemacht hat. Und, egal, wo ich reinkomme, egal, wo ich dazu stehe. Absolut genial. Absolut sehr genial. Schön, sehr, sehr pünktlich, Sub-Zero. War genau richtig. Ja, warum sollte es im neuen Jahr anders sein als im letzten? Ja, das stimmt. Natürlich ist PS4 und sowas natürlich ein bisschen behaftet, aber da ist ja gar kein Problem. Machen wir einfach eine neue Lobby auf und starten den ganzen Spaß einfach von vorne. Doch, kein Problem, kriegen wir hin. Ja, so ungefähr, ja. Ja, ich gebe Midnight Crew, weil die Frage gerade aufkam, wann geht's los? Ich weiß es nicht. Ich warte eigentlich nur drauf, dass es sich alles gefestigt hat, dass dementsprechend hier alle Fahrer in ihrer jeweiligen richtigen Lobby sind, weil ich jetzt gerade sehe, da ist Sub-Zero beigetreten. Don Siegel, recht herzlichen Dank für dein Follow, herzlich willkommen. Und wenn dann hier der Lobbyleiter hinschreibt... in dem Fall, ja, aber da, die kommen nicht rein. Cooley ist auch rausgeflogen von DTM gerade wieder.
Apollo muss drin bleiben, Kuli muss hier rein. Wenn ich das richtig im Kopf, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ich weiß es nicht genau, also Midnight Crew, tu mir den Gefallen, frag mal den Minkiel. Wenn Minkiel sagt ja, dann mach da eine Lobby, weil scheinbar hat PD Pasco da ähnliches Problem wie vorne dran gehend der DTM Cool bzw. der DTM Razor. Ich liebe die Technik. Naja. Ja, man gönnt sich ja sonst nichts, aber ganz ehrlich, auch das kriegen wir hin und das kriegen wir auch gefixt. Wir haben genug Leute immer im Hintergrund, die eine Lobby aufmachen können und wir werden jemanden finden, der mit allen kompatibel ist. Also ich bin da, im Moment bin ich noch sehr zuversichtlich, sagen wir mal so. So, wie sieht's bei euch aus? Habt ihr zumindest schon mal eine Lobby offen? Ja, das ist, glaube ich, die vierte oder die fünfte jetzt, aber wir haben halt noch nicht mal mehr das Quali gestartet. Bei uns wird's ein Momentchen länger dauern. Also Quali habt ihr noch gar nicht gehabt? Nee. Ach so, okay. Also wir sind mit dem Quali wenigstens durch. Mhm. Das haben wir komplett machen können und dann hatten wir einen Startbug beim Rennen. Ja. Da ist auch schon die nächste Lobby auf. Wir gucken mal. Eieiei, gut. Dass wir da reinspringen können und hoffen, dass wir da gleich auch das Rennen starten können. Dann lasse ich dich mal. Ich drücke euch auf jeden Fall weiter in die Daumen und ich würde sagen, wir hören uns dann gleich auf jeden Fall nochmal. Ja. Alles klar, dann viel Erfolg und viel Spaß beim Quali. Genau, bis gleich dann, ja. Mach's gut. Bis dann. Mikrofon muted. Der Braner ist genial, Sven. Bin ich voll und ganz bei dir? Oh, ich fände es jetzt ja mal. Ja, Tobi, frag mich mal. Ich fände es jetzt ja mal ganz schnieker, wenn wir da mal zu Rande kommen würden hier. Pro Schnitzel, das Update kam gestern. Es wäre denkbar, aber normalerweise sind die dann eigentlich am nächsten Tag schon mal ratzifatzi dann dabei. Wie es aussieht, gibt es eine neue Lobby. Ja. Fishmack hat die neue Lobby. Dann begeben wir uns mal auf die Suche. EC. Sag mir nicht, ich bin mit Fishmack nicht befreundet. Ja, es gibt, man kann, also wenn man weiß, wer da die eine oder andere Problematik hat, dann kann man natürlich GS2 UK, vielen Dank für den Follower, thanks for following, welcome to my stream, dann kann man natürlich probieren, dass der Fahrer, der diese Probleme hat, dass der als erstes die Lobby betritt und dann ist das normalerweise kein Problem. Ich denke, Fishmack macht jetzt. Iron Force wäre super nett, wenn du das machen könntest. Ich glaube aber, dass ich... Ach, kommt mir das, wir riskieren einfach mal einen Blick. Jan Schrader, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stream. Grüß dich, mein Lieber. Ich guck einfach mal kurz nach. Es ist ja... Ich meine, es sind ja nur knapp 450 Freunde hier, ne? In Anführungszeichen. Alles nur Fahrer. Da werden wir doch mit Sicherheit mal ganz kurz den Kollegen Fishmack finden.
Hat der sich umbenannt? Oder hat der ein, ah nee, warte mal, ihr habt Unterstrich, ihr habt kein Minus, ihr habt Unterstrich. Ja, perfekt, alles klar. Also, das ist safe, das ist in Ordnung. Jetzt ist nur die Frage, bleibt's bei Fishmack oder gehen die jetzt alle zum Razer in die Lobby hier? Ja, ich habe gerade Untertisch gelesen im Eifer des Gefechts, Iron Force, ist aber auch nicht schlecht, oder? Untertisch oder Strindebich, Bindestrich, ja, ist klar, ja. Geht die Wegstabenverbuchslerei wieder los? Und dann sind wir wieder genau beim Thema. Wollte Fishmack? Ja, genau richtig. Das war auch meine letzte Information, dass Fishmack da die Lobby öffnen wollte. Können wir mal gucken, wer da drin ist. Mellowtrax ist da drin. Mellowtrax, einer der Fahrer, die auch massive Probleme hatten beim Lobby-Eintritt. Aber ich sehe die Lobby vom Fishmack sehe ich nicht, wenn er so offen hat. Was wir aber machen können, ist im Discord vielleicht. Vielleicht hat jemand die ID reingestellt. Ja. Fishmack hat auch jetzt in dem Moment geschrieben, dass die Lobby stehen würde. Blöde ist nur, dass wir sie nicht sehen. Und dann Tisch auf dem Tisch neben dir. Hört sich sehr interessant und nach Riesenspaß. Ja, genau. So, warte mal. Was haben wir denn da? Da haben wir das, alles klar, alles easy. Lobby müsste jetzt sichtbar sein. Ah, okay, pass auf, jede Wette, dass der Kollege auf offline war. Ja, da ist er. Also, sehr geil. So, und jetzt will ich ordentlich angasen hier. Jetzt wollen wir ordentlich angasen. Hauptsache, das Ding steht jetzt und funktioniert, Mann. Hauptsache Tisch, genau. Hauptsache Tisch, Jinx. Hauptsache, du kannst draufhauen und hast da massiv unter der Kantenplatte, ne? Material am Start. Ja, ich kann. Ey, das gibt's doch nicht. Ich will nur das Discord ausmachen, Mensch, Kelle. Danke. So, jetzt. Sehr schön. Da sehen wir Mellowtrax drin, das sieht schon mal gut aus. Rio ist drin, der ist vorhin auch ganze Zeit rausgeflogen. Kalam dabei, cool hier am Start. Wunderbar, auf der 3, jawohl, perfekt. Mellowtrax, Painless. Sehr geil, das sieht gut aus. Das sieht richtig gut aus. Vitality kommt da rein gerade, sehr gut, wunderbar. Boy Bundi, einfach nur Ausrufezeichen Multi. Mehr musst du gar nicht machen. Einfach nur Ausrufezeichen Multi. Wenn du den Link umschreiben wolltest, dann müsstest du hinten dran Bloody Ray 1984 und CT-Meister drehen. Sehr geil, da haben wir Carp Hunter jetzt mit am Start. Wunderbar. Hier, das geile Design von TRT. Gefällt mir. Richtig schön. Hier haben wir DCR Apollo im Bilde mit dem neuen Elva von DCR. DC Sim Racing. Genau, das ist der Porsche, das ist rund das Team um den Porsche 911 RSR in dem Fall. Die leider beim letzten Mal im Quali nicht an den Start gehen konnten, weil sie es leider nicht umsetzen konnten und haben den zweiten Fahrer nicht an den Start bringen können. Deswegen hier dementsprechend jetzt erstmals hier im ersten Rennen diesen doch sehr, sehr toll lackierten. Was ist denn da mit dem Italiener nicht richtig? Der Italiener muss hier mal raus, der gehört nicht zu uns. Der muss mal bitte ganz schnell weg. Genauso dieser Slajala DJ. Ja, der da. Der hat hier auch nichts zu suchen. Bad Boys zusammenschreiben, Boy Bundi. Lobby B, Start geglückt. Wunderbar. Danke für den Info, Tobi. Das freut. Sounds gehen auch, ja. So, ich hoffe, dass wir dann gleich in dieses Thema verfallen können, hier in diesem Bad Boy-Status.
ist das ein genialer Kater Nissan, oder? Hammergeiles Gerät, dieser Nissan GT-R von TRT. Super. Ja, jetzt muss nur noch der P5 hier raus, der Kollege mit dem... Was ist denn das eigentlich? Bugatti? Nee, Quatsch. Citroën, genau. Der GT, der muss weg. Der ist hier total falsch. Janice Bourne haben wir. Sehr schön, haben wir vorhin schon gesehen. DCR Apollo steht da mal dezent mit einem Motorschaden mit seinem 911er im Kiesbett hier. DCR Ronnie, der Teamkollege, steht noch in der Box. Der lässt es geschmeidig angehen. Alles cool. Dann haben wir noch die Kuhle am Start und es fehlt noch ein Fahrer. Wir brauchen 12 Fahrer. Es sind 6 Teams. 12 Fahrer plus meine 1 als Streamer wären 13. Es sind zwar aktuell 13, aber wie gesagt, hier der Kollege muss raus. Das Kick him out, ja, yeah, perfekt. Genau. Da ist jetzt noch jemand beigetreten. Das sieht gut aus. Das ist Cooley, glaube ich, gewesen von DTM. Und dann haben wir es alle. Die geile Lackierung von uns ist von dem besten Teamchef ESA erstellt worden. Wunderbar. Ja, wenn ESA noch mit am Start ist, dann hol dir auf jeden Fall das Lob hier bei mir persönlich ab. Hast du fett gemacht, Digga. Richtig toll umgesetzt. Ein Augenhingucker vor dem Herrn. Ihr haut euch jetzt alle gegenseitig in die Fresse. Und wer übrig bleibt, der kriegt die Bohnen. ja, Minkil, warte. Ich hab's jetzt erst gelesen, sorry. Bier, Bett, genau, richtig. Ja, da ist noch einer drin auf P10 aktuell. Das ist auch ein Italiener, der Aitch, 2188, der muss raus. Der ist falsch. Mr. Skill, der gerade beitritt, der muss auch raus wahrscheinlich. Der sagt mir auch nichts. Grisou ist am Start, der sitzt noch hier. Fischmeck natürlich von TRT. Ich glaube, es war nur Soundmax. War es Supermax? Ja. Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max, Super, Super Max, 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 Super Max, Max. Wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream hier, King Bronco mit am Start, hab gesündigten Forza 7 gezockt, naja, ist nicht schlimm, kann man auch mal machen, ist kein Problem, bist ja hier wieder am Start im GTS-Bereich, alles easy. Und natürlich Shadow of Storm, willkommen, mein Lieber. Let's go DTM, das ist Drive Thrill Madness, die Abkürzung für das Team. Und um DTM. Winkel, ich gehe wieder rein, Lobby, ja? Ja, haben wir mal ein Fahrzeug, den Nissan GT-R Drive Till Madness, da steht es auch ganz groß auf den seitlichen, auf den Türen mit drauf. Dieser grau-weiß-schwarz lackierte Nissan GT-R rund ums Team DTM. Wie die da, können wir mal einfangen hier, den Darius. War vorhin kurz im Chat gewesen, ich denke, dass er den Stream auch nebenher offen lässt, mitlaufen lässt. Tobi, das Ding werde ich niemals einbauen. Niemals, Digga. Ja, was denkt ihr denn, was wir so für Zeiten sehen werden hier im Quali-Bereich? Habt ihr mit Sicherheit auch so ein bisschen schon das ein oder andere Feingefühl entwickelt für die Strecke Autopolis. Hier dieser doch sehr, sehr junge Strecke auf in Japan. Hintergrundwissen, was ich euch damit auf den Weg geben kann. Ein japanischer Milliardär, ein Privatmann, ist Eigner dieser Strecke, hat diese Strecke auch mit einem, ich glaube es war sogar ein deutscher Architekt, wenn ich das richtig im Kopf habe, also ein Rennstreckenarchitekt, der das Ding für den Japaner da entwickelt hat. Ein sehr, sehr wohlhabender japanischer Geschäftsmann, der diese Strecke da in den Asphalt hat zimmern lassen. Und hat noch keine 10 Jahre auf dem Buckel hier das Thema. 1,40er ist da die Prognose. 1,40er im Quali schon, denkt ihr? Okay. Aber ich denke mal so die
41er Zeiten werden wir sehen, ja. Aber 40, vielleicht eine 40 hoch, aber 40 tief, denke ich mal, wenn dann erst im Rennen. Mal gucken. Sobald hier der Lobbyleiter das Quali startet, dann haben wir Automodus, automatischer Quali-Modus, 15 Minuten Dauer. Nach Beendigung des Quali-Modus der automatische Wechsel zum Rennstart und Rennstart dann lange, lange 36 Runden lang. Nee, alles weiß ich auch nicht, Jinx, aber ich gebe mir natürlich Mühe, keine Frage. Klug. Geschrieben mit 35 Gs. Ja, ich kann mir nur vorstellen, dass noch der ein oder andere Fahrer vielleicht fehlt und dann reden wir hier, wenn überhaupt, von ein paar Minuten, wo es dann hier in den Quali-Start geht. Vitality, aktuell hier die trainingsschnellste Rundenzeit in den Asphalt gebrannten, 1,42,0, das ist schon mal sehr, sehr sportlich mit dem Lexus. Definitiv. Oh, er hat das provoziert. Wenn in dem Moment Fischmeck da Gas gegeben hätte und wir hätte den Ghost, hätte sich entghostet. Jetzt mal ordentlich gescheppert. Jeder Teamkollege. Painless. Gehen wir mal zum Carpenter. Mellotrax pilotiert genau den zweiten Nissan GT-R. Quatsch, sind ja vier. Drive Still Madness ist ja hier doppelt im Doppelpack vertreten. Rio hier ebenfalls und DTM unterwegs. Der Abendtisch, genau. Polo steht da immer noch im Kiesbett. Der Traktor hat aber einen langen Artfahren. Es geht los. Langen Artfahren, Anfahrtsweg hier in Richtung Kiesbett. Also ihr seht, 5 Sekunden bis zum Quali-Start. Es geht los, Freunde der Sonne. Wir starten und schmettern hier die EGTM. Die Saison 1 in 2020. Jetzt auf Autopolis. Los. Oh, bitte lass die Kamera jetzt keine Faxen machen. Sehr schön. Aber ich sehe gerade, ich muss ganz kurz mal das Logo hier vom CT-Meister ein bisschen umherschieben. Das gefällt mir da nicht wirklich. Das packen wir mal nach da. Dann sehen wir nämlich auch die restlich verbleibende Quali-Zeit in dem Fall. Kameras können immer faxen, Tobi. Die können immer faxen. Wenn die Bock drauf haben, machen die so geniale Faxen, dass du auf lauter Faxen keine Faxen mehr siehst. So, Painless hat es jetzt auch aus der Box rausgeschafft. Einer der Kollegen steht noch in der Box. Der Rest vom gesamten Fahrerfeld ist am sich bewegen auf der Strecke hier. Auf Autopolis mit den Gruppe 3 Rennern. Ziemlich geile BOP. Das nur so am Rande hier. Fahrzeuge sind nahezu zwischen 3, 4 Zehntel. Vielleicht 5 Zehntel, wenn überhaupt. Hier sehr, sehr dicht beieinander. Und sehr, sehr geil zusammenhängt. DeckTag, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Einer meiner lang, lang nicht mehr gesehenen, längst verschollenen Moderatoren ist wieder aufgetaucht, Freunde der Sonne. DeckTag, sehr geiles Thema. Grüß dich, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Einen wunderschönen guten Abend und natürlich auch für dich persönlicher Natur ein gesundes, frohes Neues, mein Lieber. Dead of Storm fährt das Rennen in Monza mit dem GTA. Sehr geil. Freut mich. Hast mir eine WhatsApp geschickt? Ehrlich? Okay. Ja, ist kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Mach dir keinen Kopf. Ich reiß dir dafür nette Kumpa. So, wir gucken mal, wo Callum ist.
Hier mal Studio eingeblendet für euch. Momentchen haben wir noch Zeit. Kalam ist auf seiner erstgezeiteten Runde unterwegs und wir gucken an, da hinten nach diesem lang gezogenen Linksturn kommt. Hier dieser Linksturn, man muss viel Gefühl im Gas beweisen, unheimlich lange warten, sehr viel rollen lassen hier generell auf Autopolis. Jetzt kommt die nächste Sektorschleife und wir gucken, was passiert. 52,9, das ist okay. Das ist okay, da geht noch ein bisschen was mit Sicherheit, aber denkt bitte dran, Reifen sind zwar neu, aber Tanks sind komplett voll. Die Stühle hier, wir starten im Rennstart her, dann gleich mit 40% Tankinhalt. 12 Minuten, ihr seht es unten rechts, haben wir noch verbleibende Quali-Dauer. Heißt also ergo, die Fahrer haben noch locker 6-7 Minuten Zeit, bis das Thema hier vorbei sein wird. Letzter Sektor, auch hier muss man unheimlich lange warten, um wieder sauber durchzuziehen, raus zu beschleunigen. So eine Kompromissstrecke aus Geduldsspiel und natürlich auch absolut überragender Pace, die man da auf das Asphaltband, auf das Schwarze bringen muss. Und die erste Zeit 42,814 von Kalam. Sehr schön, anderthalb Zehntel hinten dran. Fischmeck auf der 2, 42,978 wird jetzt verdrängt. Hier Carp Hunter, neuer Spitzenreiter, neue Referenzzeit geliefert, 42,338. Rio von DTM, Drive Still Madness auf der 2, 42,541. Somit Kalam auf 3, Fischmeck auf die vierte Position nach hinten durchgereicht worden. Jawohl, Pidida auf 5, 44,650. Was da nicht richtig, Darius? Sieh mal zu, mein Freund, das kannst du besser. Ronny auf P7, vor ihm fahren mit 44,702. Vielen Dank für den Resub hier, Digga, den Twitch Prime Resub hier an Strike von IVR Infinity Racing Team da. Und willkommen zurück natürlich, mein Lieber, im sechsten Monat, Digga. Genial. Fatality jetzt auf P2 geführt mit 42,233. Hier DTM, Drive Till Madness, der Cool im Nissan GT-R. Schmidt hat die erste 41er Zeit hier in den Asphalt, 41,992. Neuer Pole-Setter, also damit neue Referenz für die Kollegen, die Nachfahrenden, die danach legen müssen. Painless hat es hier im ersten Moment auf P4 geschafft mit 42,339. Dann gehen wir mal weiter hier. Beim Ronny war mal gewesen. Apollo haben wir jetzt im Bild. Der Teamkollege von Ronny seitens von DC Sim Racing. Die Kollegen im 911er RSR unterwegs, 45,198, seine schnellst gefahrene bis dato Quali-Rundenzeit. Dann haben wir Janice Bourne, der weitere Nissan GT-R, der dritte im Bunde von Drive Till Madness mit 54,150. Oha, sechste Gang einbauen, Handbremse lösen, dann klappt es auch mit der Rundenzeit. Mellow Tracks auf P12, 2 Minuten 02. Ja, die haben wahrscheinlich ein bisschen gewartet, waren da ein bisschen Verkehr festgestockt da. Und ihr seht natürlich auch hinten links den Heckschaden bei Mellow Tracks. Sieht so ein bisschen aus, als wenn es ein Controller-Fahrer ist. Wir haben auch gerade die Flashing Lights gesehen, permanent bei der Lenkbewegung. Das sieht ganz, ganz stark danach aus. Oh, leichtes hinten rechts stehendes Rad gesehen bei Janice Bourne. Hinten dran verfolgt hier direkt den Teamkollegen Mellow Tracks. Geiles Thema. Also hier wird auch sofort in den Quali-Runden schon ganz hart attackiert und sich vielleicht der ein oder andere Windschatten gespendet. Da haben wir den Zwischenstand. Minkil hat da was gepostet. Split B Zwischenstand. Benny T80, erster, zweiter, TK 1985. Baku auf 3. Sehr schön. Neue Sektor, neue Quali-Rundenzeit von Janice Bourne, 45,813. Bleibt davor der Kontakt zwischen den Teamkollegen. Na, gibt's denn sowas? Heckschaden hinten links bei Janice Bourne, Aufhängung Schrott bei Mellow Tracks, vorne rechts inklusive der Kombination hinten links. Also das Fahrzeug ist jetzt fast nahezu rundum versorgt. Das sollte man natürlich vermeiden. Es ist zwar die eine oder andere Möglichkeit, aber man nimmt sich natürlich dann selber wertvolle Zeit. Aber ich würde jetzt anstelle von Mellow Tracks definitiv sofort da die Box anfahren und diese Schäden beheben lassen, dass ich wenigstens noch zwei, vielleicht sogar noch drei, wenn er sich spurtet, schnelle Quali-Runden da in den Asphalt gebrannt bekommen. Aber das ist natürlich absolut zu vermeiden. Das brauchst du wie ein Loch im Kopf. Ja, da schreibst auch Minkli gerade in den Chat rein. Boah, die fahren jetzt schon ein Rennen. Ja, Digga, die fahren jetzt schon ein Rennen. Die können es gar nicht abwarten. Kalam auf 3. Kalam jetzt auf 4.
Ja, jetzt tut Schläger. Fischmerk. Fischmerk legt nach 41,785. Na, ist das genial. THT stürmt also da nach vorne. Ganz munter und fröhlich. Cool somit auf die zweite Position nach hinten versetzt worden. Ronny auf 3. 42,078. Also auch hier der Porsche. Geht richtig gut um die Ecke rum. Pilotiert von Ronny seitens von DC Sim Racing. Pidi da von der Midnight Crew auf der 4. Auch er mit einer 42,145. Da geht noch ein bisschen was. Lass dich durch den Porsche ein Momentchen ziehen, mein Freund. Nicht gar. Kein Schaden, kein Schaden, kein Schaden. Da hat er sich massiv verschätzt hier. Der Pidi da, der Gute. Eieieiei. Missverständnis zwischen den Kollegen. Aber zum Glück keinen Schaden gehabt. Ja, Quali, siehst du rechts, Strike, 7 Minuten noch, etwas mehr wie 7 Minuten noch verbleibende Distanz und dann natürlich der automatische Rennstart, die Weiterleitung dann für die vollen 36 Runden hier im Bereich des Split C der EGTM Weekend Series. Was macht Kalam? Kalam, Kalam, Kalam. Bleiben wir mal kurz bei Kalam. Sollte der nächste Kollege sein, der hier in Richtung Startziel stürmen wird. Er sah zumindest nicht so danach aus, dass die beiden in der Party da sind. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass 4 Kollegen von DTM, von Drive Till Madness, hier vom Team am Start sind. Und ich glaube, wenn du da zu viert... Ja, da gibt es jetzt einen Satz neue Räder bei Kalam. Sehr geil. Switch mal rüber zum nächsten Touch Repair Racing Team Kollegen zu Carp Hunter. Eine Verbesserung. Bleibt aktuell bei 42,254 bei ihm. Er ist auf die 8. Position durchgereicht worden. Hat sich da einen neuen Satz Reifen abgeholt im letzten Umlauf. Er wird jetzt hier richtig, richtig angasen nochmal. 41,262 von Fishmack. Sauber. Konnte also hier seine Pole erstmal ausbauen. Um genau 0,730 Sekunden auf P2. Aktuell DTM Cool hier, der den ersten Nissan da und ums Team DTM nach vorne positioniert. Otto Polis war ich am besten morgen mit einem Rasenmäher. Nee, Tobi, so schlimm muss dann nicht sein, Digga. 86.000stel trennen aktuell P2 und P3. 67.000stel P3 und P4. 88.000stel P4 und P5. 12.000stel P5 und P6. 9.000stel P6 und P7. Alter, sind die bekloppt? 85.000stel P7 und P8. 2/10 Painless, 8 und 9. Und dann haben wir eine etwas größere Lücke, 1,4 Sekunden P9 und P10. Das ist ja unglaublich. Wir reden von 1,2 Sekunden Abstand hier P1 zu P9. Nukel, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Stiegen, grüß dich, Digga. Alles gut, geht euch bitte nicht im Streamchat hier auch gegenseitig auf die Eier. Da habe ich gar keinen Nerv für. Alles easy. Immer locker durch die Hose atmen, ihr kennt mich. So, da gibt es die nächsten Satz neue Reifen hier bei Carp Hunter in dem Fall. Jawohl, Crews am Arbeiten, die Schlagschrauber heulen auf. Drehzahlen jenseits der 40.000 und mehr. Wisst ihr Bescheid? Muss ja schnell gehen, ne? Als 41,2 in Split C. Pole in Split B. Pole in Split... was? Pole in... ja, genau. In Split B war eine 40,7. Alter Verwalter. Nee, weit weg ist es definitiv nicht. Ihr seht's auch, Rio ist neuer Zweiter. 41,799. Der Nissan von Rio geht genauso geil wie der von Cool vom Teamkollegen. Hat also hier den Teamkollegen gerade um eine Position geschlagen. Ist das genial. Ist das genial? Sexy.
Ja, es sind ein paar. Es sind ein paar GTRs. Ja, richtig. An der Summe, in Summe haben wir 6 GTRs hier im Rennen. Das stimmt. 2 von TAT und 4 von DTM. Halbe Sekunde. Hat Fishmack aktuell noch Vorsprung hier. Startet jetzt mit einem komplett neuen Satz Räder hier auf die nächste Hotlap. Razor schreibt gerade, DTM rockt das heute. Ja, wir drücken natürlich die Daumen, keine Frage, ne? Ronny, der Porsche-Pilot, rockt sich da auf die zweite Position nach vorne, auf P2 aktuell. 41,546 vom Ronny gefahren. Der DC Sim Racer. Genial. Somit sind es nur noch knapp 3 Zehntel, die der Vorsprung hier von Fishmack mit seiner Pole-Zeit. Ach du Scheiße, der hat Reifen verloren. Der hat Reifen verloren. Eine Minute 40 Sekunden gleich nur noch. Fishmack, Fishmack, Fishmack. Kam über die Sektorschleife. Gucken wir mal Männchen mal zu. Genau. Nee, 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 alles gut. Das Lied hat Darius im Rennwagen auf Dauerschleife, ganz genau. Was ist denn das für eine komische Sektorzeitangabe? Das ist ja Quatsch. Lobby B grad Fight um Position 1. Mazda versus Lexus. Benny versus TK. Pidi da. Neuer Viertplatzierter. 41,959. So, wir gucken bei Fishmack nach. Da gab es keine Verbesserung. Ja, der hat auf jeden Fall gewartet, hier der Fishmack. Das war keine schnelle Runde mit 2 Minuten 10, definitiv nicht. Also aktuelles Standing wäre Fishmack auf der 1, der kann auch eine Runde fahren. Ronny auf der 2, der kann auch noch die Runde zu Ende fahren. Rio von DTM auf der 3, der kann auch noch die Runde zu Ende fahren. Pidi da auf 4, der ist in seiner letzten Runde jetzt, das passt, die kann er auch noch zu Ende dübeln. Cool auf der 5. Auch da geht noch was. Fatality, oh, massiv verbremst und natürlich hier den Motorenschaden unten links. Ihr seht es ganz wild blinkern. Also bei Fatality bleibt es erstmal bei P6, 42,025, seine schnellste Qualizeit bis dato. Carp Hunter, 42,205. Auch da geht vielleicht noch was. Er kann zu Ende fahren. Letzte Sektorschleife haben wir nicht mitbekommen. Die ist schon einige Ecken zurück. Ist aber im letzten Sektor am Start. Kalam auf der 8. Der kommt jetzt nochmal über Startenziel. Geht da was? Nein. Bleibt bei 42,239 bei Kalam P8. Erstmal Painless. Der hat abgebrochen auf 9. 42,339 seine. Persönlich schnellste Qualizeit. Apollo auf 10. Sektorschleife. Nein, zu langsam. 43,5 für ihn. Janice Bourne auf 11. 45,0. Mellotrax 45,9. Lang. Jetzt habe ich hier mein Headset ausgemacht. Gefittfingert, hat er gesagt. So, jetzt habe ich auch wieder Sound. Wo ist Ronny? Wo ist Ronny? Der ist drüber. 41,392 von Ronny. Bleibt also P2. Hat es nicht ganz geschafft, im letzten Atemzug da Fishmack zu übertrumpfen. Rio auf 3. Ja, der ist durch. So, was macht jetzt Fishmack? Was macht Fishmack? Ah, Fishmack Frontschaden vorne links. Das ist verkackt, die Runde. Shit. Trotzdem, reicht für die Pole. Mit der 41,2, alias 41 mi, tief. Mi, 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 mi. Genau, mi, so. Ronny auf 2.
Rio auf 3, Pidida auf 4, DTM Cool auf 5, Fatality auf 6, Carp Hunter 7, Kalam 8, Painless 9, Apollo 10, Genesborn 11, Mellow Tracks auf der 12. Das ist das Ranking jetzt fürs erste Rennen hier auf Autopolis. Mein lieber Gesangsverein, vielen Dank dafür 100 Bits, Tobi. Grüße gehen natürlich raus, aber das lese ich nicht vor. So, Freunde, Rennstart, 36 lange Runden erwarten uns jetzt hier auf Autopolis in Japan. Auf dieser doch sehr, 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 sehr verwinkelten Strecke, wo man es viel, viel, viel laufen lassen muss. So, Daumen drücken, Daumen drücken. Wir brauchen nicht den gleichen Quatsch, den wir hier im Bereich der Lobby A hatten, der Lobby B hatten. Oder Split B mit Standparkprozedere. Ampelanlage seht ihr rechts. Jetzt auf grün umgestellt. Oh, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ja, ja, wir haben ein Rennen. Sehr geil. Ja, gleich mal schön Fischmeck verblasen. Hier, der Nissan GT-R ging ja mal gar nicht weg vom Start. Ronnie mit seinem Porsche einfach mal außen komplett vorbeigeknüppelt. Als wenn es kein Morgen geht. Fischmeck 2, Rio 3. Boah, ganz dicht verfolgt hinten dran. Schön sauber sortiert. Achtung, nicht zu übertreiben. Das geht leicht. Lackaustausch hinten dran. Ja, irgendwie dominiert die Farbe dunkel und rot, habe ich das Gefühl. Alles easy. Rio auf 3, Pidida auf 4. Fatality Carp Hunter, die beiden schon im direkten Duell. Jetzt Pidida an Rio vorbei in dem Moment. DTM Adlaw, vielen Dank für den Follower. Herzlich willkommen an Bord hier. Und natürlich auch vielen Dank nochmal für den Sub da vorhin. Sehr geiles Thema. Pidida auf 3, Rio auf 4, Fatality auf 5, Carp Hunter auf 6, durchgereicht worden. Kalam auf 7. Position, innen da am Fightern mit Cool, der über die Außenseite erstmal Platz machen muss. Über die Innenseite hast du mehr Grip, da kannst du früher ans Gas gehen. Cool auf Position 8, Painless auf der neuen Mellow Tracks 10, der hat zwei Positionen gut gemacht. Apollo auf der 11, etwas abgerutscht, Dennis Bourne auf 12, da aber noch immer nicht den Anschluss verloren ans Feld. Gefällt mir, so muss das sein, so muss es bitte die ganzen 36 Runden lang bleiben. Ronnie da vorne 1,3 Sekunden weit weg, als wenn es keinen Morgen gibt. Fishmack auf der 2, zieht momentan hier Pidida und DTM Rio hinter sich her. Die sind alle ganz dicht im Windschattenbereich. Wir switchen mal ganz kurz rein in den Nissan GT-R vom Rio und gucken uns das Thema mal ein Momentchen an. Haben natürlich da die Minimap im Auge, da geht Pidida ein bisschen weit, aber das kann man machen hier in dieser Sektion. Du kannst natürlich auch, wenn du etwas weiter gehst, früher ans Gas gehen und in einer geraden Linie. Sehr schönes Überholmanöver von Pidida. Und da muss Fishmack Platz machen. Muss jetzt sogar die weitere Position hergeben. Außenseite, Außenseite ist schlecht, da ist wenig Grip, aber dem Nissan ist es egal, der baut so viel Grip auf der Hinterachse, der kann das Thema rocken. Absolute tolle Verteidigung von Fishmack, sauber gemacht. So, Reaper, vielen Dank für den Follower, herzlich willkommen bei Bloody Rain im Stream hier. Schönes Gebattle, sofort in der ersten Runde hier zwischen den führenden Positionen. Hartes Verbremsen hier von Kalam, aber trotzdem noch den Arsch gerettet hier von seinem Mazda Atenza. Hat er sehr, sehr gut gemacht hier, der Midnight Crew Pilot. Toll, lila unterwegs ist normal, in der zweiten Runde sind sie alle lila. Da sind sie alle fast blau, hätte ich gesagt. Nee, so schlimm ist das doch nicht, aber da sind sie alle schnell. 2,5 Sekunden der Ronnie da vorne weg, als wenn der Porsche hier wie auf Schienen fährt. Unglaublich. Ja, aber wir warten mal ab, bis der Porsche noch ein Ticken leerer wird, respektive viertels voller Tank. Tendenz weniger werdend, hat doch der Porsche die eine oder andere Problematik am Start. Pidida schon auf der zweiten Position mit einer Crew, also richtig am Durchladen. Fishmack auf der 3, Rio auf der Position 4, Kalam auf 5, Cool auf 6, Painless auf 7, Apollo auf der 8. Position. 1,5 Sekunden Rückstand aktuell auf P7, da muss was gehen, sonst ist Windschatten nicht mehr einzuholen. Mellow Tracks auf der 9, Janice Bourne auf der 10, eine Position gut gemacht. Frontschaden, ihr seht's, Frontsplitter ist total hinüber bei Janice Bourne. Nissan GT-R hier, da ist Mellow Tracks, Heckschaden zu sehen. Die sind sich wieder in die Karre gefahren, Scheibenkleister 1 normal, es ist der Rennverlauf, Mensch. Weiter Ronald, was? Weiter on Tour. Vielen Dank für den Follower, herzlich willkommen im Stream hier bei Bloody Rain. Janice Bourne auf der 11, die beiden Front und Heck tun sich zusammen, haben sie Nissan GT-R. Kommst du gar nicht mehr auseinander bei dem Thema. Carp Hunter auf der 11. Position, ziemlich weit abgeschlagen hier, Touch Repair Racing Team Fahrer. Aber Rennen ist lang, da ist einiges möglich, war auch da im letzten Umlauf an der Box gewesen. Ihr seht, das ist eine Boxenrunde, also muss da ein kleineres, größeres Problem am Start gewesen sein. Fatality auf P12, auch hier war ganz kurz mal ein Boxenstopp eingelegt worden. Und jetzt wieder Knallgas mit dem Lexus hier in Richtung Fahrerfeld, Feld einholen. Ronnie auf der 1, 2,4 Sekunden, 2,3 haben wir gerade gesehen, jetzt haben wir 2,6, 2,8, ja was denn jetzt, entscheid dich mal bitte. Pidida auf der 2, muss da im ersten Moment den Rückspiegel im Auge behalten, weil doch da die Kollegen Fishmack und Rio nicht locker lassen wollen. So, jetzt kann ich auch mal ganz kurz auf den Chat gucken, was?
Bist du fertig mit dem Geht? Ja, bin ich. Bloody hat den Speed vom Porsche verschluckt, so schnell wie er schon wieder loslegt. Ne, alles gut, alles gut. Muss ja auch ein bisschen anspruchsvoll sein, ne? Unglaublich, was der Ronnie davon abfeiert. Kleine Lücke haben wir hier, die wir sehen aktuell im gesamten Fahrerfeld. Hier ab Position 7, nein, ab Position 8. Ja, Apollo muss auf jeden Fall gucken, dass er dran bleibt hier am Painless. Knapp 2 Sekunden das Thema. Und da Richtung P9, 8,5 Sekunden. Da muss natürlich richtig gearbeitet werden, aber da ist man draußen geblieben seitens um die Crew hier, um das Team der Nissan GT-R von DTM. Da hat man den Schaden jetzt nicht reparieren lassen. Ich würde mal behaupten, Frontschaden sollte man machen lassen. Heckschaden kann man hier bei Mellowtrack sichtbar doch noch ein bisschen verkraften. Aber der Abtrieb, den man braucht hier auf Autopolis in diesen Ecken, wo man viel rollen lassen sollte, ist sehr, sehr wichtig. Also Frontschaden merkst du auf jeden Fall deutlich, deutlich mehr wie den Bereich des Heckschadens. Bluefish, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Grüße gehen raus, mein Lieber. Liam, ebenfalls am Start. Grüße dich. Herzlich willkommen. Mellowtrax auf Position 10. Carp Hunter auf der 11. Der kommt da aber ran. Das dauert nicht mehr lang. Letzte Runde 42,557 von Carp Hunter. Letzte Runde von Mellowtrax 48,9. Das ist nur eine Frage der Zeit, bis der Kollege Carp Hunter da sich den ersten Nissan GT-R schnappt seinen Markenkollegen. Wieder unterwegs von Carp Hunter. Bluefish, Bad Boys zusammenschreiben. Fatality. Genau, wie gesagt, ihr könnt euch auch jederzeit hier den Kollegen angucken. Wir haben einen Multistream-Link offen. Da seht ihr beide Streams parallel nebeneinander. Könnt euch dann entscheiden, welche Tonspur ihr öffnen möchtet. Und welches Thema ihr euch in Großformat zieht. Charagonas, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr da seid. Ronny, 4,7 Sekunden. Mann, der hat echt, als wenn der von der Tarantel gestochen wäre vor dem Rennstart. Fishmack auf 2, Rio auf 3. Pidida hat jetzt hier Platz federn lassen müssen. Aktuell noch die schnellste Rennzeit inne. 41,180 von Pidida. Aber er hat hier 2 Positionen verloren. Ist aktuell auf der 4, war auf der 2. Hat aber auch mit 45,5 da im letzten Umlauf. Muss ein Fehler gewesen sein, ein massiver. Ja, da bin ich voll und ganz bei Minkiel. Rennstart war die halbe Miete für Ronnie, definitiv. Der Porsche geht aber auch relativ gut, wenn du den sauber dosierst von der Ecke weg. Anko ist am Blinken bei Pidita. Wie sieht's bei Kalam aus? Der kann noch ein Momentchen draußen bleiben. Also scheinbar hier Kalam doch, der Teamkollege von Dar, in dem Fall Darius, etwas sparsamer, was den Move da mit dem rechten Fuß betrifft. Bei Ronnie ist auch in dem Moment umgesprungen hier die Tankanzeige, aber auch da geht noch eine Runde. Würde ich mal dezent behaupten. Die Frage ist, ob er es machen möchte oder ob er reinkommt. Auch hier Boxeneinfahrt ist ein sehr, sehr gewöhnungsbedürftiges Thema. Sollte man definitiv trainiert haben vorher. Das ist so ein Thema wie, sechste Gang, Vollgas und dann, ja, das Ding macht der Hans Grüppel, Kurven S-Eingang. Das Ding ist absolut unfahrbar. Also frei nach dem Motto, am besten mit 20 km/h Schritttempo dann da reinrollen lassen. So ekelhaft eng ist diese Boxenzufahrt. Da seht ihr es, kurz eingeblendet. Jawohl. Bäh. Mag ich überhaupt nicht, aber gut. Fishmack, Ronnie an die Box rein. Pidida folgt. Rio hat durchgezogen. Rio hier hängt mit seinem Nissan GT-R noch eine weitere Runde dran. Genauso Kalam, wo ich eben erwähnt hatte, der kann noch ein Momentchen fahren. Bleibt ebenfalls draußen. Apollo von DC Sim Racing ebenfalls eine Runde raus. Draußen geblieben und dann sind die Kollegen hinten dran. Jetzt ist Ronnie wieder am Rauskommen hier aus die
aus der Boxengasse zurück auf die Strecke mit aktuell Position 4. Neue Reifen, bisschen Sprit nachgefasst, sehr geil, etwas mehr wie halb voll gemacht den Tank. Wunderbar, Fischmehl kommt als Fünfter zurück auf die Strecke. Der hat nur getankt, der ist im ersten Moment auf den Rädern drauf geblieben. Okay, knapp. Knapp komplett voll gemacht hier den Stuhl, den Nissan GT-R. Carb Hunter auf der 6, der war nicht in der Box gewesen. Der war in der ersten Runde, am Ende der ersten Runde war der schon drin. Hat er wahrscheinlich den Schaden reparieren lassen und muss da gleich am Ende dieser Runde die Box anfahren. DTM Cool, auch er hat seinen Stop absolviert, seinen ersten auf P7 aktuell und mit neuem Reifenmaterial am Start. Pidita ebenfalls aus der Box, jawohl, komplett vollgeeimert bis unter das Dach hier, den Stuhl, richtig toll. Pidita hat definitiv was Längeres vor, bleibt aber momentan alles bei den supersoften Reifenwahlen her. Painless auf der 9, auch er hat seinen Stop absolviert, den ersten Fatality. Ja, hat die Räder draufgelassen mit seinem Lexus, unter seinem Lexus, aber ein bisschen Sprit nachgefasst. Sehr geil. Janice Bourne war in der Box, Schaden ist behoben, perfekt. Neue Reifen gab's, Sprit nachgefasst, jetzt heißt es Vollgasattacke nach vorne. Fast 15 Sekunden muss hier aufgeholt werden. Seitens vom DTM-Piloten Mellotrax, auch hier bis unters Dach voll gemacht den Hobel. Jawohl, jetzt ist Rio an die Box reingefahren. Kalam fährt noch eine weitere Runde. Richtig sparsam der Fuchs unterwegs hier. Unglaublich seitens der Midnight Crew. Gefällt mir. Rio, ein Liter, kommst du nicht mehr weit. Läufst Gefahr, schieben zu müssen. Deswegen gute Entscheidung, gute Wahl, da in die Boxengasse seine Crew anzufahren und aufzusuchen. In dem Moment auch Apollo, der Porsche-Pilot hier von DCCM Racing, mit an der Box ran und lässt hier das Thema erstmal abchecken und wieder nachtanken. Sehr schön, somit haben wir aktuell Callum auf der 1, DC Ronnie hat hier wieder mal seinen zweiten Platz inne. Wird aber auch gleich mit Sicherheit an Callum wieder vorbeiziehen, die Führungsarbeit wieder übernehmen können. Fischmeck auf der 3, Rio auf der 4. Hinten dran sein Teamkollege DTM, gleich lackierter Nissan GT-R. Geniales Thema, der Cool auf der 5. Im Windschattenbereich hinter Rio am Start. Pidita 2,5 Sekunden mit Mazda Tensor seitens der Midnight Crew auf der 6. Hinter DTM, hinter Cool. Runde 7 von 36 ist am Laufen. Position 7 aktuell. Painless unterwegs mit seinem Lexus von Flying Devils. Jawohl, da haben wir noch einen Kollegen am Start. Dies Jahr Apollo. DC Sim Racing hier, der zweite Porsche im Feld auf P8 unterwegs. Muss jetzt wieder ein bisschen die Lücke schließen. Fatality auf der 9, das ist der zweite Flying Devils Lexus hier. Der RCF-Stuhl, wunderbar, Carpenter auf der 10 von TAT. Auch er hat einiges aufzuholen, nachzuarbeiten hier in Richtung P9 vor ihm fahrenden Fatality. Janice Bourne auf der 11, nachfolgend 13,5 Sekunden hinten dran, Mellotrax, Teamkollege von Janice Bourne. Sehr schön. Jetzt ist Kalam gewillt gewesen, da die Box anzufahren. Wunderbar. Jetzt hier in dem Moment zu sehen, wie Ronnie mit dem 911er vorbeizieht und die Führung wieder zurück hat. Jawohl, Tank Pinupi ist noch drin. So ein Mazda ist durstig. Machen wir uns nichts vor. Je nachdem, was der Kai jetzt hier noch gleich vorhat. Herr Kalam, wie lange möchte er den nächstes denn fahren? Muss natürlich dementsprechend der Sprit hineingelassen werden. Das Fischmeck vorbei, Rio vorbei, Cool vorbei, Pidida vorbei, Kalam auf, Position 6, raus auf der... Aber da kommt einer hinten angeflogen, das ist Painless. Vielleicht über die Bremse? Nee, der Mazda geht gut, der Mazda geht gut. Der kann die Position 6 behaupten hier vor Painless. Und wird mal reingeswitcht in den Lexus hier bei Painless. Mal gucken, ob er sich da näher ransaugen kann an den Kalam. Reifenmaterial sieht gut aus. Prädestiniert dafür wäre es. Knapp dreiviertel voller Tank. Beim Kalam ist das Ding komplett voll bis unter das Dach. Ergo auch deutlich schwerer. Ist das der Vorteil im ersten Moment für Painless? Oder hat Kalam einfach... Oh, gelbe Flagge, da steht Pidi da! Nein, Pidi da! Mensch, Kelle, mach doch so ein Bullshit nicht! Nochmal eingeblendet, was ist dem Darius hier passiert? Frontschaden vorne rechts, da war der Kontakt mit der Wand auf der rechten Seite doch etwas zu stark. Ja, da gibt es den leichten Abflug, dann gibt es den Eindreher und dann... Pff, alles klar, Scheibenleister. Gut, haben wir gesehen, müssen wir nicht nochmal sehen. Pidi da weiß selber, das war nicht wirklich schnell, das war im Gegenteil eher langsam. Also jetzt P7 aktuell und einmal bitte zurückschleppen an die Box.
Ronny, über 10 Sekunden da vorne weg, 41,256 im letzten Umlauf gefahren. Der hat seine Pace auf jeden Fall konstant am Laufen. Das sieht gut aus. Fishmack hat da Mühe aktuell hinterher zu kommen. Ah, Wheelspin! Hinten rechts habt ihr gesehen, der Reifen unheimlich lange rot gewesen. Und da kommt jetzt der Markenkollege Rio, hängt ihn da im Getriebe. Wir gehen an Bord rein in den Nissan GT-R und filmen Fishmacks Riesenorsch von seinem Nissan GT-R. Ist natürlich nur positiv gemeint, bitte niemals als negativ auffassen. Oh, da hat er früh gebremst. Da hat er richtig früh gebremst hier, der Rio. So, Piggy da jetzt hier im Hintergrund zu sehen, hat die Box angefahren. Fahrzeug wird repariert aktuell. Anscheinend Kerzenwachs im Tank, genau. Hartes Anbremsen, ein bisschen den ersten Gang runter, links über den Curb, ja, oder zumindest dran, okay, kann man machen, schön, sauber, hart rausbeschleunigen ist ganz wichtig, meistens hilft hier Traktionskontrolle, aber ansonsten kannst du das Thema auch ohne Traktionskontrolle definitiv hier bestreiten. Links auf den, rechts auf den Curb, da kann man voll drüber schmettern, muss die Seite rechts auflegen und dann geht's durch. Herr Frosty, wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen im Stream, Grüße. Digga, was geht? Alles, was zwei Beine hat, mein Bester. Dritter Sektor ist definitiv der Sektor von Rio. Da macht er richtig gut Meter. Langsam, richtig Meter gut auf Fishmack. Das wollte ich sagen und sollte bei rauskommen. Und jetzt die Möglichkeit, wenn Fishmack da nicht blockt. Er bleibt auf der rechten Seite. Wann zieht er rüber? Gar nicht. Er bleibt innen. Er nimmt es in Kauf, er riskiert. Ah, zu spät. Oh, ganz knapp. Oh, mit Ach und Krach hat er die Ecke noch bekommen, der Fishmack. Das war auf allerletzter Rille gebremst hier. Hartes Racing auf der letzten Rille. Richtig, so haben wir uns das gewünscht und vorgestellt und genau so läuft's ab. Max ist da. Vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen im Stream hier. Grüße gehen raus. Thanks for following. 14 Sekunden, ey, Ronny, unglaublich. 41,2, letzte Rundenzeit von ihm. Unglaublich. Nice, du kommst gerade aus dem KH zurück. Oh, nee. Auf nichts Schlimmes. Wenn, dann hätte ich ganz gerne die Info, dass einfach nur Kontrollbesuch oder sowas war. Fishmack auf 2, Rio auf 3, Cool auf 4. Ganz stark hier die DTM-Jungs am Start. Definitiv Kalam auf der 5. Zieht da Painless hinter sich her. 42,199, letzte Rundenzeit von Painless. Kalam 42,861. Ja, ich denke, Kalam merkt aktuell hier den Sprit, den Tankinhalt. Ripdog, vielen Dank für den Follow. Herzlich willkommen an Bord hier. Herzlich willkommen bei Bloody Rain. Oh! Ganz leicht haben sie sich da touchiert hier. Der Lexus und der Mazda Tensa von Kalam. Leicht der Quersteher da von Kalam vorausgehend. Painless zu dicht hinten dran, hatte nicht damit gerechnet. Aber schön vorbildlich hier zurückgesteckt. Und erstmal Kalam fahren lassen. Fatality auf 7. Pidi da auf der 8. Auch hier die beiden. Da geht's rein in die Box für Fatality. Pidi da somit vorbei. Hat hier also die Position 7 geerbt von seinem Teamkollegen von Fatality. Apollo kommt da auch vorbeigehämmert auf Position 8. Bluterguss, Treppenhaussturz zugezogen, rechten Hand. Okay. Brauchen wir gar nicht. Ja, auf jeden Fall gute Besserung. Und zum Glück nicht geknackt, ne? Carp Hunter auf der 9. Morgen, was? Morgen habe ich Muskelkater in den Augen.
Jawohl, Carp Hunter auf der 9, Fatality auf der 10, Janice Bourne auf der 11, Mellow Tracks auf 12. Momentan hier die letzten vier Positionen. Ja, die letzten beiden Positionen sehr weit auseinander. Position 10 und 11, 3,2, das ist noch überschaubar. Fatality auch hier gerade aus der Box rausgekommen. Sollte da Janice Bourne eigentlich wegfahren können, aufgrund der Qualität der Reifen aktuell. Alter. Dem haben sie heute Morgen irgendwas in die Kelloggs reingetan. 100% dem Ronnie. Der feiert doch ein Feuerwerk hier gerade ab, oder? Gib mir mal bitte ganz kurz eine Information, in welcher Runde ist denn die Lobby B gerade? Ja, so ungefähr, Shadowstorm. Normalerweise müsste der dann abheben, aber das tut er nicht, der Porsche ist zu schwer. Sehr gut, dann schalten wir mal ganz kurz rüber. Das sind natürlich die Bilder hier bei euch, aber... Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. So, Bloody Rain für CT-Meister. Kannst du mich hören? Split B. Jawohl, wunderbar. Gib mir mal einen ganz kurzen Zwischenstand. Bei uns geht's auch richtig, richtig übelst zur Sache. Also ich bin hier, komme hier eigentlich gar nicht aus meinem Flow raus, so ungefähr. Chat auch ordentlich am Feiern. Wie sieht's bei dir aus? Ja, also wir haben gerade einen richtig geilen Fight zwischen 1 und 2. Also Benny T80 und TK 1985 sind hier im richtigen Fight. Benny mit einem Schaden am Heck unterwegs. Wird wahrscheinlich auch hier nicht unbedingt die Position 1 halten können. Waren gerade zweimal gleichzeitig an der Box. Schöne Strategie. Und jetzt schauen wir uns gerade an, wie TK Sekündchen um Sekündchen wieder aufholt. Wie sieht es denn bei euch aus im Moment? Wie weit seid ihr gekommen? In welchem Status seid ihr gerade? Also wir sind gerade in Runde 28 von 36. Genau, wir haben jetzt aktuell das erste Drittel geschafft. Wir sind momentan in Runde 12 von 36. Geht ziemlich, ziemlich derb zur Sache. Also 12 Runden musst du auch erstmal fahren. Aktuell hier alles im ersten Moment sehr, sehr überschaubar. Momentan sehr, sehr genialer Dreikampf hier. Da wird Windschatten gefolgt ohne Ende zwischen P2, 3 und 4. Und dann haben wir hinten dran noch zwischen 5 und 6 momentan den Fight zwischen Callum und Painless. Also hier geht es richtig vorwärts. Ja, gib mir auf jeden Fall nochmal eine kurze Info, wenn ihr dann durch seid. Und dann natürlich hier einmal komplett geschlossen zu mir rüber, bitte, ne? Ganz klar. Was ist denn das hier für eine Bitte? Genau. Ja, Benny, wir haben auf jeden Fall auch noch einen fetten Fight zwischen 4 und 6 innerhalb von anderthalb Sekunden. Da sind die Jungs und flügen hier schicke Runden in den Asphalt. Natürlich gebe ich dir Bescheid, wenn wir fertig sind, und dann steigen wir natürlich bei dir die letzten Sekunden natürlich auch noch mit ein. Liebend gerne, liebend gerne. Sag auf jeden Fall liebe Grüße. Wir drücken natürlich auch von hier drüben aus die Daumen, ne? Alles, was wir zur Verfügung haben. Die Zuschauer hören dich natürlich, und ich richte es nachher an die Fahrer aus, wenn ich nur einen setze. Angriff! Ah, nee, zurückgesteckt. Alter, mein Herz. Alles klar, ich muss Schluss machen. Wir hören uns nachher. Bis dann. Ciao, alles ciao, klar, ciao. Bis später. Tschüss. So, da wäre mir jetzt eben gerade fast das Herz in die Hose gerutscht. Habt ihr gesehen, wie spät der Kuh da über die Innenseite auf der Bremse war? Gegen seinen Teamkollegen, gegen Rio. Und der Rio ganz kurz mal hoch. Was ist das auf meiner linken Seite? Aber sauber zurückgesteckt davon. Cool. Hat das Fahrzeug da trotzdem durch diesen späten Bremsmanöver stabilisieren können. War da ganz locker, atmet durch die Hose, wieder am Start und bleibt da dran. Am Heckbereich von Rio, von seinem Teammate, werden wir sehen. Rio, Ronny ist jetzt in die Box angefahren. Da gibt es den nächsten Satz Reifen, das sollte reichen. Der sollte hier vor dem Trio draußen bleiben können. Wieder zurück auf die Strecke, oder? Komm, tank schneller, gib alles. Zieh, hat er gesagt. Oh, oh, das voll, mittendrin. Ah, er muss sich hinten dran einreihen. Nach dem Trio hat natürlich aber den Vorteil, er ist jetzt absolut mit neuen Reifen unterwegs. Und er weiß natürlich auch, Rennen ist noch ein Momentchen lang. Es ist gerade mal die Runde 14 von 36, Freunde der Sonne. Er muss jetzt nicht auf Teufel komm raus da die absolute Überperformance auf den Asphalt bringen. Er kann auch mal ein Momentchen 2, 3, 4 Runden hinten dran bleiben. Er weiß, oh, halb voll hat er getankt, halb voll. Ja, halb voll musst du schon machen, das ist schon vollkommen richtig. Ah, der sucht den Weg dran vorbei. Hier on board reingeswitcht in den neuen 911er RSR von Ronny.
Oh, da merkt man den Reifen. Abnutzungsgrad von cool. Der Nissan will nicht um die Ecke rum, während der Porsche ganz leicht, ähnlich wie Ballettschritte, hier um die Ecke tänzelt. Über die Bremse? Nein, 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 bleib zurück, jawohl, macht er auch, sehr schön. Links schön über den Curb, guck mal, wie weit cool gehen muss. Der hat nahezu überhaupt keine Traktion mehr. Jetzt bleibt cool, der Nissan geht wie die Hölle. Aber der Porsche lässt ihn einfach außenrum stehen. Unglaublich. Tolles Manöver, außenrum vorbei am Nissan GT-R, pilotiert durch cool. Schönes Manöver. Voll mitgespielt, auch vom Kollegen hier, von cool hier, von Drive Till Madness. Nochmal eingeblendet, außenrum, Ronny vorbei, natürlich mit dem Vorteil der frischeren Reifen. Wie auf Schienen, wie auf Schienen. Cool, wahrscheinlich in dem Moment mal kurz ins Lenkrad gebissen, aber gut, was soll er machen? Er wird natürlich auch auf dem Schirm haben, hier Rennen ist noch lang, ich muss da nichts übers Knie brechen. Fischmeck, aktuell die Führung hier inne vor Rio. Die sind rundenlang, sind die schon am Diskutieren, die beiden Markenkollegen, Rio und Fischmeck. Richtig, richtig tolles Thema. Und wieder erneut die Innenseite geblockt von Fischmeck gegen den Markenkollegen, gegen Rio. Schön gemacht, toll funktioniert. Wie die da im Hintergrund in die Box reingefahren, weil regulärer Stopp, keine Schäden zu sehen. Wir bleiben vorne bei Rio, Fischmeck, Ronny und Cool. Genau, weil ich gerade sehe hier, Jinx hat Ausrufezeichen GTEC oder GTEC in den Chat reingehauen. Das ist vollkommen richtig. Wenn ihr Bock habt aufs nächste 24 Stunden From Spa Event hier Ende Februar, ab übermorgen, also sprich ab Sonntag, ist der Anmelde-Thread offen, ist die Anmeldung möglich für das nächste 24 Stunden Event seitens der GTEC. Den Ronny nicht hinter sich halten, das geht nicht, Shadowstorm. Der Ronny hat da so dermaßen Pace im Blut aktuell hier am heutigen Abend und natürlich aus besserem Material. Ja, das sind die Reifen. Der kämpft gerade mehr mit dem Fahrzeug und sich selber, wie das er sich hier verteidigen kann gegen Ronny. Ronny sucht jetzt den Weg vorbei an Fischmeck. Ja, hat sich erledigt. Thema ist durch. Fischmeck ist da abgebogen in die Box. Genauso hier direkt der Kollege Cool hinterher. Sehr schön. Da ist die Qualität der Reifen nicht mehr zufriedenstellend genug. Sprit hätte er noch ein bisschen drin gehabt, aber sagt sich, weißt du was, bevor ich mich jetzt da weiter rumärgere mit den Kollegen, mache ich mal den Undercut-Versuch und fahre etwas früher rein. Werf meine Taktik etwas über den Haufen. Machen wir, Jutti. Ronny auf der 1, Rio auf der 2, Painless auf der 3. Hinten dran der Midnight Crew Pilot Kalam auf der 4. Fischmeck als 5. aus der Box wieder rausgekommen auf die Strecke. Apollo auf Position 6, Cool auf der 7. Auch er wieder am Fahren. Auf dem schwarzen Asphaltband. Hast du wieder gefittfingert? Headset ist wieder aus. Carpanther auf Position 8, Pilida auf der 10 mit Fatality. Direkt nebeneinander die beiden Kollegen, der Lexus und der Mazda. Fatality 9, PD da auf der 10. Runde 31 von 36 mit B, danke für die Info. PD da bleibt zurück. Lässt Fatality, nein bleibt er nicht, er sticht einen rein. Aber überschaubar, Fatality hat auch sehr, sehr weit die Tür aufgelassen. Fatality probiert jetzt den Konter über die Linkskurve, über die Innenseite. Ja, 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 sehr schön, sehr schön. Press nebeneinander, aber trotzdem noch so viel Platz, dass keiner Gefahr läuft, abzufliegen. Diese Hairpin, diese Haarnadel links hier, über diese Kuppe, uneinsichtiger Scheitelpunkt. Oder anders ausgedrückt, uneinsichtiger Apex, du lenkst blind ein. Hebst das Fahrzeug blind auf den Körper im besten Fall. Gut gemacht von beiden. Pidi da, der Vorteil der Reifenqualität scheint sich da auszuzahlen. 0,7 Sekunden. Mittlerweile vom Fatality weggefahren. Also Fatality 10, Janice Bourne auf der 11, Mellotrax an der Box hier. Oh, Front Heckschaden, hinten links die Aufhängung Schrott. Der Nissan GT-R sieht nicht mehr wirklich gesund aus. Wird nochmal kurzerhand wieder instand gesetzt und dann geht's wieder zurück auf die Strecke hier von Mellotrax.
Apollo jetzt an der Box hier. Regulärer nächster Stop. Wunderbar. Alles gut, alles gut. So, Ronnie also wieder die Führung, seine altbekannte Position. Inne, 3 Sekunden weg von P2 vom Rio. Oh. Körper auf der linken Seite hart gerettet. Das ist eine sehr, sehr kompressionsbelastete Rechtskurve. Auch hier unheimlich viel Schwung mitnehmen, so viel wie es geht. Links den Curb nur als Reserve nutzen. Im besten Fall auf der rechten Seite den Curb. Fahrzeugseite rechts auflegen, aber nicht überfahren. Chat of Storm schreibt, Rio, nun zünde doch mal dein Feuerwerk. Ja, genau. Verstecktes Potenzial zum Vorschein bringen. Ich denke, Rio wird da gleich erstmal an die Box fahren. Nächste Runde. Ja, das stimmt. Den GTR musst du normalerweise sehr, sehr fein rumzirkeln um die Ecken. Hast du den, prügelst du den zu sehen, mag der nicht. Das, da bockt er wie verrückt. Kalam auf der 3. Schönes Polster nach hinten weg von 8,5 Sekunden auf Fischmeck. Fischmeck aber mit dem direkten Vorteil der nagelneuen Reifen aktuell gegenüber Kalam. Auch Fischmeck hier ein sehr, sehr erfahrener Fahrer. Hat auch schon diverse Anzahlen an Rennen absolviert im Ligabetrieb. Acht Sekunden die Prämisse für Fischmeck Richtung vor ihm fahrenden P3 Piloten Kalam. Cool auf der 5. Position. Mal gucken, wie weit es da noch nach vorne für ihn geht. Wir haben jetzt in dem Moment Halbzeit. Runde 18 von 36. Es ist wieder einmal erschreckend, wie schnell diese Zeit rennt. Ja, wir lassen den CT-Meister in aller Ruhe. Jetzt ist Rio in die Box reingefahren. Muss er auch 3 Liter noch tanken? Halt, das Thema muss er sonst gleich schieben. Das will keiner. Wir lassen den CT-Meister in Ruhe den Zieleinlauf machen und dann werden die schon rüberkommen. Dann können wir auf jeden Fall nochmal mit ihm sprechen. Das ist überhaupt kein Problem. Sind die beiden Teamkollegen wieder ganz dicht beieinander hier, der Rio und Cool von DTM. 0,6 Sekunden trennen die beiden Rio und nagelneues Reifenmaterial. Boxenstopp ist beendet, P4 hat er aktuell inne. Pili Pasco, ich liebe dieses Auto. Ja. Kennen wir ja, ne? Kennen wir ja. So, Ronny, 16,5 Sekunden. 41,148, schnellste Rennrunde gefahren im letzten Umlauf von Ronny. Der Elfer geht, hier. Kalam auf der 2, hält gut mit. Auch hier sehen die Reifen schon recht gebraucht aus. Ja, ich habe die Sounds jetzt bei mir mal deaktiviert. Ich höre die Sounds aktuell nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, was du da eingespielt hast, Tobi. Aber ist nicht schlimm.
war gut. Okay. So, wir gehen jetzt mal kurz durch in aller Ruhe. Ronnie auf der 1, Callum auf 2, Fishmack auf 3, Rio auf 4, Lila unterwegs im ersten Sektor, wobei das sind so viele, meistens alle. Erster Sektor ist ja nur die eine Linkskurve. In Anführungszeichen nur, das Thema ist auch nicht unbedingt so einfach zu handeln. Ja, etwas mehr Pace zu sehen bei Rio. Wie beim Teamkollegen bei Cool. Cool auf der 5, Painless auf der 6, Pidi da auf der 7. Hat sich doch wieder nach vorne gearbeitet. 42.1, 41.8 vorher gefahren. Painless fährt 42.1, 41.2. Also Painless ist schneller aktuell wie Pidi da. Wird Darius schwer haben, die Lücke zuzufahren, diese 5 Sekunden. Vielleicht geht was über die Boxenstrategie. Fatality auf 8. Apollo von DCR auf der 9. Teamkollege hier vom Ronny. Carp Hunter auf der 10. Teamkollege von Fishmack. Janice Bourne auf 11 und Mellotrax auf P12. Heckschaden beim Nissan GT-R von Mellotrax. ...43er-Rundenzeiten bei Callum. Der kämpft mit dem Mazda Tensa und mit den Reifen. 42er-Zeiten bei Fishmack, 42 tief sogar. Ja, letzte war mit Tendenz hoch, 42,7 bei Fishmack. Aber trotzdem schneller wie Callum, der kommt also ran. Split B ist durch. Vielen Dank für die Information, Tobi. Erster TK, also alias der Lobbyleiter. TK 1985, der komplette Name vom Kollegen. Benjamin T80 oder Benny T80 auf P2 und auf P3 das neu entstandene Team rund um Baco. DAP. Geniales Thema. So, Ronny jetzt nochmal hier in die Box gefahren. Oh, Ronny hat einen Frontschaden. Frontsplitterschaden beim 911er Porsche hier von Ronny. Hat die Position jetzt gegen Callum verloren. Callum ist vorbei am Ronny. Aber Callum muss natürlich nochmal in die Box fahren. Und ich denke auch, Ronny wird noch einen Stop haben. Jawohl, den hat er vor sich. Ihr seht etwas mehr wie halb voll. Neues Reifenmaterial am Start, sehr geil. Aber nächster Stop erstmal absolviert. Justamente. Vielen Dank, Sven, für die Information. Fishmack also 3,2 Sekunden wieder rangeschossen gekommen hier an den Ronny. Der wird sich aber wieder absetzen können. 11 und 12 gehen an die DTMs, Jungs, okay. Rio auf der 4, Position Painless auf der 5, Cool auf der 6, Pidi da auf 7, Fatality 8, Apollo 9, Carp Hunter 10, Janice Bourne 11, Mellotrax 12. Heckschaden nicht behoben, kann man machen, ist in Ordnung hier auf Autopolis. Front ist viel, viel wichtiger. Ronny ist dran am Callum. Der Callum hat keine Waffen hier. Der kämpft mit stumpfem Material gegen die Performance mit dem nagelneuen Reifenmaterial von Ronny vom 911er Piloten. Alles gut, Shadow. Genau das war der Plan, dass ihr einfach die Möglichkeit habt, das Thema gleichzeitig parallel genießen zu können und zu dürfen. Boah, wie eng der hier rumgehen kann. Und Kala muss das Ding wirklich rumtragen um diese Ecken hier im Sektor 3. Schön, jetzt über die Innenseite. Nein, zurückgesteckt, sauber, schön über die Bremse. Fahrzeug wieder in die Ruhe reingezwungen. Und jetzt aber voll auf den Pinsel. Windschattenmomentchen noch genießen. Und jetzt wird's vorbeigehen hier. Kala überholt durch Ronny.
Nee. Tja, so schwer ist der Kalamat, der kämpft bis auf den letzten Meter. Jetzt, ein weiterer Versuch. Nein, bleib zurück. Ah, da geht's zu weit, Der hat ihn in den Fehler reingetrieben. Psychologische Kriegsführung hat Ronnie betrieben gegen Fishman. Gegen Kala. So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend da an die Kollegen aus der Lobby B. Schön, dass ihr da seid. Und ihr habt gerade das Übermanöver verpasst. Genau, gib mir eine Sekunde. So, warte mal, ich will jetzt gerade mal ganz kurz was probieren, dass wir im Momentchen quaken können. Ich mache mir jetzt ganz kurz mal die Sounds bei mir aus, die Motoren-Sounds. So, alles klar. So, Hallöchen, Benny. Ja, willkommen zurück hier. Ja, wir haben gerade, Momentchen mal, DRT Dark Racer, vielen Dank für den Follower, herzlich willkommen an Bord hier und willkommen bei Bloody Rain im Stream. Also, Ronny aktuell bei uns auf der 1, wir sind in Runde 23 von 36. Es ist absolut überragend, was die Jungs da, was die Teams am Abfeiern sind, wie extrem doch dieses Thema hier ausgereizt wird. Ob das jetzt über Strategie, Boxen oder gar Reifennutzung ist, es ist vollkommen egal, hier wird gefightet bis aufs letzte Blut. Ronny hier, der absolute Führende, der hat das Thema den ganzen Abend schon eigentlich nahezu dominiert, zeigt uns brutale Fights vor dem Herrn, aber auch sehr, sehr unheimlich groß geschrieben, das Thema Fairness seitens der gesamten Fahrer, des gesamten Fahrerfelds, seitens der Teams. Unglaublich. Fishmack aktuell auf der 2, Kalam auf 3, Rio auf 4, Painless auf 5, Cool auf 6. Position von DTM, PDA auf 7, Fatality, der weitere PD-Pilot hier auf Position 8. Don Siegel, vielen Dank für den Follower. Next for following. Willkommen hier an Bord bei Bloody Rain. Apollo auf Position 9 von DC Sim Racing, Carp Hunter von Touchwood, ja. Racing Team auf der 10. Leon Gaming, vielen Dank für den Follower, auch für dich. Herzlich willkommen hier bei Bloody Rain. Janice Bourne auf der 11, Mellotrax auf der 12. Das ist momentan das Feld, genau in dieser Aufstaffelung. Wie war es bei euch gewesen? Kannst du noch atmen? Hast du noch Zeit gehabt zum Luft holen oder warst du genauso am Feiern wie ich? Ja, also ich würde sagen, die Stimmbänder sind jetzt voll im Arsch. Ja, aber gehören sie nicht hin. Ja, die haben den Körper irgendwie ein bisschen verlassen, aber super geiles Rennen. TK gewinnt hier vor Benny T80, vor Barco, vor Sheriff. Das sind die ersten vier, die ich einfach mal nennen möchte. Und natürlich auch ganz knapp dahinter noch Wiseman an Position 5 über der Linie gegangen. Sehr mega geiles Rennen, super knappe Fights, schöne Überholmanöver, war richtig, richtig fair. Kleiner Zwischenfall am Start, aber das wird ja dann komplett neu behoben mit der neuen Lobby. Deswegen konnten wir ja einfach besser starten bzw. früher starten als ihr. Und ich hoffe, dass alle auch noch richtig Spaß haben jetzt bei dir im Split C, was ja auch richtig spannend aussieht. Ja, definitiv. Also wie gesagt, hier wird gefightet bis auf den letzten Meter. Jetzt nicht Brechstange oder sowas. Rupi, vielen Dank für den Follower. Herzlich willkommen natürlich auch an dich. Willkommen hier im Stream. Hier wird bis zum letzten Atemzug gefightet. All das, was den Fahrern zur Verfügung steht, als Möglichkeit sich bietet, wird ausgenutzt und wirklich auf die letzte Rille gefahren. Also egal wie die Reifen aussehen, all das, was zur Verfügung steht, wird genutzt. Und es hat auch hier schon funktioniert. Wir haben es gesehen, Ronny hat hier den Kalam von Midnight Crew in den Fehler psychologischer Natur getrieben, weil er einfach permanent den Druck, das Drucklevel konstant hochgehalten hat. Und es hat gereicht, sodass Kalam da den Leichtsinnigkeitsfehler gemacht hat, zu spät auf der Bremse war und jetzt dementsprechend da die 2 Positionen verloren hat, weil Fishmack da auch der Nutznießer war, der vorbeigehen konnte an dem im Kies kurzfristig verweilenden Kalam Mazda Tensa Piloten. Akamako, willkommen zurück hier. Herzlich willkommen auch Tony Mahoney. Devil's Go hat er geschrieben. Sehr geil, schön, dass ihr da seid. MBR fährt hier gar nicht, Sub-Zero. MBR fährt hier gar nicht in der Lobby B, in der Lobby C, also im Split C. Die werden wir nicht sehen. Lila unterwegs im ersten Sektor. 13. hier, Carp Hunter von TRT. Schneller aktuell wie die schnellste Sektorzeit von Ronny gefahren. Also ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Noch haben wir 11 Runden auf der Uhr und zu gehen hier auf Autopolis in Japan. Bis das Thema erstmal
gehakt werden kann. Und dann geht's natürlich morgen in die Fortsetzung. Ich habe dir schon angekündigt gehabt, dass du morgen hier schön dezent ein Trinken gehst. Du weißt ja Bescheid, den Sixer trinkst du für mich bitte mit. Und sagst ja, mir das danach, ist kein wie's Problem. War. Genau, viel Schmeck jetzt an der Box hier. Auch er hat den nächsten Stop. Mal gucken, wie viel Sprint er jetzt an Bord nimmt. Rio schießt da vorbei. Also Rio jetzt auf P2. Painless auf P3 ebenfalls vorbei an Fischmeck. Und wenn der das Ding jetzt nicht voll laufen lässt bis Unas Dach, dann sehen wir noch einen weiteren Stop bei Fischmeck. Etwas mehr wie dreiviertelst voll. Ja, vielleicht macht er noch einen ganz kurzen Splash and Dash, aber kommt jetzt erstmal als Fünftplatzierter zurück auf die Strecke. Der Burger, vielen Dank, oder der Burger, vielen Dank für den Follow, herzlich willkommen an Bord hier. Kalam auf Position 6, 6 Sekunden hinter Fischmeck. Da geht auch noch was. Hat auch sehr gut aussehendes Reifenmaterial noch zur Verfügung, der Kalam. Und hoffentlich hat er sich da von seinem Fehler wieder erholt. Ja, bei mir geht's auch schon los mit der Stimme, ich merke schon. Kratzen tut's noch nicht, aber so ein bisschen mi krieg ich nicht mehr hin. Ja, also diese Gesangsstimme bei dir höre ich auch nicht mehr raus gerade. Ja. Ja, ich habe mich ziemlich ins Zeug gelegt hier. Ich glaube, hat man auch im Stream ganz gut gehört. Genau. Ja. Nee, war auf jeden Fall überragend, also oder ist noch überragend, definitiv. Also mir persönlich geht's ab wie ein Bach ins Gesicht und ich glaube, das war eine richtig gute Entscheidung hier. Ich denke auch der Community, den Zuschauern hat es auch sehr gut gefallen hier, das Thema rund um den Multistream. Dass ja, die auch ein paar Kommentare bei mir, dass sie wahrscheinlich Probleme mit den Augen haben, weil sie nicht wissen, wo sie hingucken sollen, ob rechts oder links. Ja, genau. Man schaltet ja ungern einen weg, so ungefähr, wenn man die Möglichkeit hat. Ne? Man möchte ja dann wirklich auch bei beidem irgendwo dabei sein. Ja, natürlich die Zuschauer, lasst uns gerne mal ein Feedback da, ob euch das gefällt. Dann würden wir es nämlich vielleicht auch für die nächsten Rennen aufrechterhalten. Das wäre natürlich ganz geil. Da kann jeder beide immer gleichzeitig gucken und wir können es quasi mit jedem Streamer, ist vollkommen egal. Vollkommen egal, in Anführungszeichen natürlich nur mit den Streamer-Kollegen, die auf Twitch arbeiten. Auf Twitch natürlich, ganz genau. Richtig. Wir sehen gerade den Boxenstopp, der nächsten von DTM hier, von Cool. In dem Fall der Nissan GT-R abgefertigt worden, etwas mehr wie dreiviertel voll im Tank. Nagelneues Reifenmaterial muss jetzt die Position hergeben, da kommt PD da vorbeigeschossen. Also PD da eine Position wieder gut gemacht. Von 7 auf die 6 hier vorbei an Cool. Genau, Eskalation. Jetzt geht's los. Jetzt haben die Jungs wieder den Soundknopf gefunden, so ungefähr. Jetzt wird wieder mal richtig eine Runde. Ja, aber das neue Feature, ich weiß nicht, ob du das bei dir auch aktiv hattest oder aktiviert hattest, diesen Hype Train, der scheint momentan nicht zu funktionieren. Nee, bei mir war er auch an, aber funktioniert irgendwie nicht. Naja, na, müssen wir mal. Wir werden sehen. Genau, richtig. Ist nicht weiter schlimm. Alles cool, alles easy. Fischmeck auf der 4, Painless auf 3. Der wird mit Sicherheit in 2 Runden da die Box aufsuchen müssen von Flying Devils. Du hast wahrscheinlich Enter gedrückt, Sven, als der Sub-Zero kurz vorher den Soundcall 9-11 ausgelöst hat. My Hype Train, ja genau, Bluefish. Einfach mal Hype mit den Emoticons da reingespammt in den Chat. Das ist natürlich auch ein Hype Train, das stimmt. Ah, Fight hier zwischen P4 und P5, Fishmack und Kalam. Die Sounds hört man doppelt, ja stimmt, die Sounds hört man doppelt, ja. Ja, ja, weil ich mit dabei bin. Genau, weil, richtig. Ja. Weil tatsächlich meine Stimme über den gleichen Audiokanal geht. Ja. Aber ich würde sagen, ich gönne euch die Eskalation. Doppelt hören ist doof. Ich verabschiede mich schon mal. Ich bin natürlich bei dir im Stream noch und wir hören uns auf jeden Fall dann zwischendurch auch morgen. Ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Stream und dann kommentier mal schön weiter. An alle einen wunderschönen Abend und genießt die restlichen 8 Runden noch. So machen wir's. Vielen Dank. Dir auch noch einen wunderschönen Abend bzw. eine gute Nacht, mein Lieber. Und mega fettes Merci für deine geile Performance. Gerne mehr, gerne beim nächsten Wochenende wieder. Und wie gesagt, ich denke nicht morgen, wenn du da ein Heben bist. Ne? Wie gesagt, für mich mit, alles easy. Und sag natürlich mir danach, sechs Stück mehr, das ist wie für Amateure mittrinken, das ist kein Problem. Ganz genau, so machen wir's. Also. Alles klar, bis dann, Jungs. Mach's gut. Danke dir, Marcel. Tschüss.
Gebt mir eine Sekunde, ich schalte jetzt hier wieder auf. So, perfekt, alles klar. Also, jetzt sind wir wieder zurück beim Thema. CT-Meister hat hoffentlich einen großartigen Job gemacht. Alles andere lasse ich persönlich nicht gelten. CT-Meister ist mittlerweile fester Bestandteil bei mir im Streamer-Team. Insofern fettes, fettes Merci dafür, für seine Performance. Ja, wir gehen's durch. Ronnie 1, Rio 2, Painless an die Box gefahren. Da sollte Fishmack vorbeikommen. Der hat im Schlepptau den Kalam hinter sich auf P5. Die beiden sind am Diskutieren. Painless steht noch. Jawohl, Tankrüssel ist da drin. Ergo, Fishmack und Kalam beide vorbeigehobelt am Painless, der da von Flying Devils jetzt in dem Moment losrollt, aus der Boxengasse wieder raus. Thomas, herzlich willkommen, wunderschönen guten Abend und grüß dich, mein Lieber. Ja, da ist CT-Meister jetzt dabei. Pidi da, möchte dann auf der Bremse vorbei an Painless, der da gerade in dem Moment aus der Box rauskam. Es hat funktioniert, dafür in die Hände geklatscht. Tolles Manöver gegen den Lexus-Piloten Painless, durch den Pidi da Piloten, den Mazda-Piloten vorbei an P6, an Painless. Richtig tolles Manöver. DTM hier cool auf Position 7. Auch er war da vor kurzem an der Box gewesen. Hatten wir auch gesehen. Fightet sich da jetzt in den Windschattenbereich vor Richtung Painless, Richtung den Lexus. Fatality auf Position 8. Hinten dran im Windschattenbereich ist Touch Repair Racing Team. Der Carp Hunter mit seinem Nissan GTR. Der möchte natürlich auch noch ein wenig mit Fatality diskutieren. Ob er es durchziehen kann, müssen wir schauen. Abwarten. Da ist mit Sicherheit die Performance der Reifen bei Fatality beim Lexus besser. Wie aktuell die Qualität der Reifen bei Carp Hunter. Aber noch ist lang nicht aller Abend hier gesungen und erledigt. Ronnie jetzt an die Box ein letztes Mal. Es sind noch 7 Runden hier, Freunde der Sonne. 7 ellenlangen Runden. Sehr schön, sehr schön. Rio also vorbei, Ronnie als Zweiter hier zurück auf der Strecke. Wahnsinn, wie eng das Thema ist. Normalerweise ist es so, dass wenn einer vorne da wegblasen kann, dann bläst er so extrem weit vorne weg, dass er die Führung, die Spitze behält. Aber hier, Ronnie muss sich immer wieder zwischen den Top 4 oder den Top 4 wieder zurückkämpfen, zurück zur Spitze. Aber bis dato, aufgrund seiner Boxenstrategie, gelingt es ihm immer wieder. Auch hier wird Rio da nochmal an die Box fahren müssen. Ich würde dezent behaupten, halb voller Tank, das reicht für die letzten 6 verbleibenden Runden hier für den 911er Piloten seitens vom Team DC Sim Racing. Kalam auf der 3. Auch hier sollte es normalerweise reichen, so wie ich den Kalam kenne, hat er das Potenzial, um es umzusetzen. Und er ist somit also auch vorbei an Fishmack, hat hier Position 3 sich einverleiben können gegen den Nissan GTR-Piloten rund ums Thema Touch Repair Racing Team. Pidi da auf Position 5, die man noch direkt verfolgt hier von Painless, von Flying Devils, dem Lexus. Also Painless hat sich da nicht einschüchtern lassen von Pidi Das Überholmanöver, als er da zurückkam aus der Boxengasse auf die Strecke. Im Gegenteil, er lässt sich da jetzt erstmal ziehen. Jetzt geht er ein bisschen weit. Noch gerettet die Ecke. Ja, das war definitiv die Sektion von Pidi Da. Eine Sekunde. Aufpassen. Sehr schön, sehr schön. Ja, 13. wieder abgenommen. Jetzt in diesen 2 Kurven. Er steht da an der Box. Janice Bourne auch hier beim letzten Stop, so wie es aussieht. Ja, das sollte reichen. Mellotrax auf der 12. Nein, Quersteher. Ganz leicht vorne links angeschlagen. Da alles gut, ein bisschen Lack da gelassen. Jetzt nochmal schön eingedreht. 360. Jawohl, jetzt könnt ihr mal schön den Spin-Sound reinhauen. Ihr seht den Heckschaden hinten rechts mit dem Aufhängungsschaden bei Mellotrax Nissan GTR. Schön eingefangen, aber diesen 360. Und jetzt wieder im Vorwärtstempo schneller unterwegs wie rückwärts. Apollo somit auf 10. Position. Mellotrax nochmal in die Box rein. Wieso das? Okay. Auch das wird der letzte Stop sein hier wahrscheinlich bei Mellotrax.
Fatality und Carp Hunter sind sehr, sehr dicht beisammen. Position 8 und 9. Wie die da ist, da vorne, irgendwo im Bereich 5 hier. Da ist er. Fatality und Carp Hunter sind aktuell deutlich dichter zusammen, deswegen bleiben wir ein Momentchen da hier bei den Kollegen. Jetzt ist Rio, der Zweitplatzierte, nochmal in die Box reingefahren. Auch hier der letzte Stop, Fischmeck. Ah, 16 Sekunden, 17 Sekunden, das wird eine enge, enge Kiste. Joe Ace, vielen Dank für das Kompliment. Geiler Stream, Bloody. Sehr geil, danke dafür. Fischmeck, wir gucken, wo kommt da vorne jetzt Rio aus der Box? Da kommt Rio aus der Box, das sollte reichen, das sollte reichen. Dafür ist er zu weit weg. Da kommt er nicht vorbei am P2, am Rio von DTM. Sehr schön, sehr schön. Aber auch hier Fischmeck wird den letzten Stop absolviert haben. Achtung, Grasnarbe. Jawohl, habt ihr gesehen. Schön locker das Gas gelupft hier, um das Fahrzeug zu stabilisieren, um da den Abflug zu verhindern. 41,5 vom Fischmeck hier im letzten Umlauf in den Asphalt gebrannt. Sehr geil. Rio war in der Box gewesen. 42, 43er Zeiten. Tendenz Reifen abbauen. 42er sollten im ersten Moment gehen. Was hat Fischmeck noch an Performance? 41,5. Der lässt fliegen. Rechnerisch sollte sich das Thema ausgehen. Ihr seht es oben links. Runde 32 von 36 am Laufen. Ergo, wir haben noch 4 Runden zu gehen, Freunde der Sonne. Da ist der Drops definitiv noch nicht gelutscht. Kai auf 4, jawohl, richtig, Kai auf der 4, in dem Fall Kalam. Pidi da muss den Fehler gehabt haben. Wir gucken gleich mal, was die Rundenzeit, die Gesamtrundenzeit bei Pidi da sagt. Dann werden wir es mit Sicherheit wissen, dass da mit Sicherheit ein Fehler war. Pidi da. Nee, der Pidi. Ach so, du meinst, Quatsch, du meinst hier Fischmeck vorbei an Kalam. Ja, das stimmt, das stimmt. 43,5 von Kalam. Da muss er einen Fehler gemacht haben. Definitiv. Fischmeck 41,5. Ja. Aber mal sowas von dezent. 1,6 Sekunden. Fischmeck entfernt von Rio. 1,7. Rio hat nagelneues Reifenmaterial am Start und etwas mehr wie viertelsvollen Tankinhalt. ...1,8 hinten dran ist Fischmeck. Also ich lehne mich aus dem Fenster und sage oder behaupte mal ganz dezent, Ronny hat das Thema gewuppt am heutigen Abend. Hier noch 3 verbleibende Runden. Der lässt sich mit 17 Sekunden Vorsprung nicht mehr einholen. Und ich glaube, der ist auch so erfahren hier, der Ronny, dass er das Thema nicht wegschmeißen wird. Rio auf der 2. Fischmeck auf der 3. Jetzt hat er Zeit verloren. Jetzt hat Fischmeck Zeit verloren. 0,4 Sekunden auf Rio. Kalam auf der 4, 4,2 Sekunden Rückstand hinter Fischmeck. 3,1 Sekunden sein Vorsprung auf Pidi da. Und es ist wieder Painless am Start. Hinter Pidi da, 0,5 Sekunden. Die sind wieder am Diskutieren, ganz munter und fleißig. DTM Cool auf Position 7. Das Thema ist erstmal durch. Direkt hinten dran ist ein zu überrundenes Fahrzeug. Das ist Janice Bourne in dem Fall. Fatality auf Position 8, 11,7 Sekunden sein Vorsprung, groß auf Carp Hunter von Touch Repair. Racing Team auf der 9, Apollo auf der 10 von DCR, Janice Bourne auf der 11, Mellotrax auf der 12. Also ich glaube hinten Position 8, 9 und 10, 11, 12, ja 8, ja doch, 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 das ist safe. Da wird nichts mehr passieren, genauso 7, 8,8 Sekunden, letzte verbleibenden 2 Runden, das sollte nicht machbar sein. Das ist ein Ding nahezu der Unmöglichkeit, Painless, und da sind am Diskutieren. Kurz reingeswitcht hier in den Stuhl, das Arbeitsgerät, den Lexus RCF von Painless. Wer behält jetzt die Nerven? Kann Pidi da das Thema wuppen und nach Hause schaukeln? Oder lässt er sich in den Fehler treiben? Nein! Da war der Fehler von Painless.
Da war er zu spät auf der Bremse. Der sogenannte Windschatten Slipstream alias hat ihm da fast das Genick gebrochen. In dieser 180 Grad Rechtskurve, erste Gangsektion. Mitunter der zweite langsamste Streckenabschnitt nebst dieser. Herr Pendisa links. Schön zu sehen, wie vorsichtig du hier mit dem Gas umgehen musst, um diesen Rubel wirklich schnell um die Ecke zu bewegen, auch wenn es dir vielleicht gefühlt im ersten Moment vorkommt, als wenn du das Ding rumträgst. Das ist wirklich zügig. Da vorne taucht Kalam auf. Kalam ist zu sehen. Wir bekommen gleich den Dreikampf. Ich fress ein Besen. Achtung, wir müssen ganz kurz mal nach vorne schalten hier. Ronny ist im Sektor 3. Vorletzte Runde. Beginnt dann auch gleich hier die letzte finale Runde. Lila unterwegs, der Rio. Nein, jetzt nicht mehr. Knapp eine Zehntel hinten dran. Schade. Aber noch ist die letzte Runde nicht angebrochen. Da könnte noch was funktionieren. Geiles Getriebe von Painless, ehrlich. Ja, das muss natürlich stehen, ne? Also das musst du umsetzen können hier. Innerhalb der EGTM-Getriebe musst du schrauben können, genauso wie Setup. Das ist einfach... Er geht nicht ohne. Rio ist weggefahren von Fishmack, also Fishmack schafft es mit Sicherheit nicht mehr, Rio einzuholen. Da ist Rio zu schnell. Da brechen jetzt die Räder dem Fishmack das Genick. Vielleicht auch so ein bisschen der Tankinhalt. Ich bin immer konzentriert mit einer Crew, alles gut. Haben wir gesehen. Pidi da hat den Platz hergeben müssen. Painless vorbei an Pidi da. Aber jetzt direkt im Sandwich zwischen Kalam und Pida. Über die Bremse, Painless vorbei, lehnt sich da ganz leicht an Kalam an. Kalam muss den Platz hergeben. Painless vorbei, auf 4 an Kalam. Pida zieht durch, ebenfalls an Kalam vorbei. Tolles Manöver. Am Teamkollegen der Midnight Crew. Pida vorbei an Kalam. Lass mich ganz kurz gucken, wo der Kollege ist. Ich schalte sofort wieder zurück. Ronny, ja, passt. Haben wir noch ein Momentchen. Wer hat jetzt die stärkeren Nerven? Wo wird das Thema am Strich enden? Momentchen, habe ich noch? Passt. Painless sieht so aus, als wenn er die höhere Pace hat zum Ende hin. Kalam kann die Pace nicht gehen. Kalam muss abreißen lassen gegen sein Teammate, gegen Pidi da. Und Painless zieht mal richtig, der hat deutlich bessere Reifen. Wir müssen gucken, hier gewinnt Ronny das erste Rennen. Saisonauftakt der EGTM Weekend Series auf Autopolis. Gratulation dazu. Also, DC Sim Racing, grandioser Einstand hier im ersten Rennen. Zweiter wird Rio, das ist nochmal lila Sektor. Nein, reicht nicht. Rio trotzdem von DTM Zweiter. Gratulation natürlich auch da. Und von TRT Fishmack schafft es aufs Podium. P3 für Touch Repair Racing Team. Pidi da auf der 4. Nein! Pidi da 4, Kalam 5, Painless auf der 6. DTM Cool auf der 7. Painless muss da den fatalen Fehler gehabt haben. Ihr seht's, Motorschaden bei Painless. Oh, in den letzten Ecken nochmal den Knubel, ja genau, den Hobel weggeschmissen, der Painless.
ist das ärgerlich. DTM Cool auf 7. Fatality 8er geworden. Carpanther wird 9er werden mit Sicherheit. Jawohl, da geht's nochmal langgezogen. Rechts rum, links Knick raus und dann voll ein letztes Mal über die Linie zu seiner linken schwarz-weiß kariert geschwungen. Jawohl, Apollo sollte hier 10er werden. Das dauert noch einen Moment. Genesborn 11er geworden. Mellotrax 12er. Und wir bleiben natürlich jetzt hier bei Apollo. Unglaublich, in den letzten zwei Kurven kloppt der eine Kollege hier, in dem Fall der Painless, nochmal den Hobel da ein, sodass der einen Motorenschaden als Resultat hat und verliert die zwei Positionen gegen die Kollegen Pidida und Kalam. Unglaublich. Ich muss da wegschalten, Mike. Ich muss da wegschalten. Wenn der Führende über die Linie fährt, musst du da sein. Aber wir konnten es ja aufdröseln im Nachgang. So, jawohl. Also, Glückwünsche gehen natürlich raus ans gesamte Fahrerfeld. Wir blenden das Rennergebnis gleich nochmal ein. Aber das war definitiv richtig ärgerlich hier für den Kollegen Painless. Aber natürlich zum Vorteil da für die Midnight Crew, für Kalam und Pidi da. So, Rennergebnis. Also, wie gesagt, erstes Rennen. Split C am heutigen Abend, am 10.01. Wobei wir mittlerweile schon den 11.01. haben. Es ist 7 Minuten nach 12. Unglaublich. Wir gehen es durch. Schnelldurchgang. Hier, Ronnie gewinnt also von DC Sim Racing. Rio von Drive Till Madness alias DTM auf der 2. Dann haben wir Fishmack von TRT auf 3, Pidita auf 4, Kalam auf 5, Midnight Crew also hier 4 und 5 unterwegs. Dann haben wir Painless auf der 6, der Unglücksrabe. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Der Teamkollege hier von Rio, der Cool auf P7 ins Ziel gekommen. PD Fatality im Lexus RCF, da der Teamkollege, nee, Quatsch. Und wem ist denn das, der Teamkollege? Ah, hier, von Painless. Auf 8 ins Ziel gekommen. Der Teamkollege von Fishmare Carpanther auf der 9. Apollo von DC Sim Racing. Teamkollege von Ronny auf der 10. Und Janice Bourne und Mellotrax, die beiden weiteren DTM-Piloten da auf 11 und 12. Ja. Freunde der Sonne, das war es schon wieder gewesen. Ich darf mich ganz, ganz recht herzlich bei euch bedanken für euren Support. Dieser Jingle hat eine so geniale Bassline, das ist unglaublich. Mir fetzt jedes Mal das Hirn von links nach rechts. Brutal. Also, wie gesagt, ich darf mich ganz recht herzlich bedanken bei euch für euren Support. Ich freue mich, wenn ihr heute Abend, ich muss schon wieder heute Abend sagen, oder heute Nacht einschaltet. Fishmack, herzlich willkommen im Stream. Geiles Thema. Saugeil gefahren. Glückwunsch natürlich auch für dich jetzt persönlich an dieser Stelle. Und würde mich freuen, wenn ihr dann nachher wieder heute Abend am Start seid und das Thema rund um die Split A mit mir begleitet. Hier ein weiteres Mal auf Autopoll. Und dann darf ich mich erstmal bei euch verabschieden. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine geruhsame Nacht, vor allen Dingen an die Fahrer. Erholt euch gut, macht so ein bisschen, weiß ich nicht, Algentang oder so ein Blödsinn auf die Handballen, ne? Hilft, habe ich mir sagen lassen. Spaß beiseite, lasst es euch gut gehen. Geile Show, die ihr abgeliefert habt. Fettes Merci dafür. Und wir sind dann erstmal raus. Ich wünsche euch was. Bis dann. Danke und tschüss.